Ach komm! Ach, geht doch. Wenigstens läuft das. Goldberg, ich schalte einfach durch und guck mir irgendwas an. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo? Boah, das Handy funktioniert. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich hab Rechnung bezahlt. Ja, kurz Klamotten. Alter, Lack, steig ein! Wir kommen jetzt Park. Okay. Gut, du kannst auch zu Fuß fahren. Was soll ich mit dem Fuß? Ja, wo soll ich sonst sein? Ja, da sind doch der Güffi und der Muffin. Wo? Die stehen doch da irgendwo. Oder standen zumindest gerade noch da. Da genau wo du standest, waren die. Das kenne ich hier. Ich leg auf. Oma, kannst du bitte den Text kopieren, dass ich nicht wie Curtis reden kann wegen Hals, bitte. Dankeschön. Ich schwör bei Gott, lass mal bitte irgendein Brettern gehen, Alter. Was? Junge, ich hab Puls, ne? Tür hat geklemmt. Ja, gib keine Bretter rein. Wir machen sowas nicht mehr. Wir sind seriöse Geschäftsmänner. Ja, ich merke das schon. Der Frank hat angerufen. Hab ich gerade getroffen. Ich war vorhin Gewerber mit Cody, ne? Ja. Jetzt ruft mich unbekannte Nummern. Warte. Hallo, hier ist der Jack. Ja, hallo. Hallo, Herr Frank. Hallo, Herr Körner. Ich wollte Sie buchen. Nicht. Für? Warst du beim Gewerbeamt, du Knalltüte? Ich hab mit dem telefoniert, Digga, der war auf last minute. Ich soll Mittwoch nochmal wiederkommen mit dem Konzept. Ja, ich hab aber denen schon Bescheid gesagt. Ich war heute Mittag da. Ja, ich weiß, die wussten Bescheid. Die haben gesagt, klar, dass du schon da warst und so. Okay. Korrekt, dass du dich darum so kümmerst. Danke, Mann. Ich bin ein Hornoman, Junge. Nee, du bist wieder normal geworden in deinem ich Kopf. Ich bin immer normal, Junge. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Womit und dein Janakan, Junge. Das waren nicht mal wir, aber pass mal auf, du kleiner Wichser, jetzt sind wir mal. Komm mir nicht mit Wichser, Junge, komm zum Park, Junge. Komm zum Park, Mann! Weißt du, was das Ding ist? Ich hab dich gesehen einmal, alleine. Ich hab das niemandem erzählt, niemandem. Wo hast du mich gesehen? Wie du das kleine Snitch, Digga, aus dem Auto von irgendeinem Bullen ausgestiegen bist, der dich nach Hause gebracht hat. Hä, ich hab's niemandem erzählt. Ich hab selber nie gesnitcht, ich hab immer meine Jungs geschickt, die haben alle verraten. Nein, keine Ahnung, ob du gesnitcht hast. Du bist aber bei McManaman oder wie der gerade gesagt? O'Brien heißt er. Ja, was ist mit dem? Bei dem war ich im Auto? Ja, irgendwie hinter so einem Dings bist du ausgestiegen aus so einem Tarnort. Das ist ganz lange her, Digga. Hattest du eine Kamera dabei? Hast du einen Clip gemacht? Ja, der ist gerne immer am Start. Würde ich mir gerne angucken. Du musst auch wegen Versicherung und so auch immer vorne bleiben. Klamotten laufen schon, oder? Ja, wir sind dabei, ne? Wann passiert denn das, dass diese Sachen, die ihr in Serie habt, rauskommen? Ist das eine Sache von Wochen oder Monaten? Da musst du den Muffin fragen. Das ist mit dem Zoll immer sehr schwierig. Die Sachen reinzukriegen. Mhm. Und wieso hat ein Bulle zum Beispiel sowas an und wir nicht? Weil der einer der ersten war und wir das für den besorgt haben. Ich will auch was. Ja, aber was? Ist mir so egal. Ja. Kannst ein paar Crocs haben. Einfach irgendwas. Nein, die will ich nicht. Ich will Air Max. Ach, du willst Schuhe? Oh ja. Ja, warum hast du das gestern nicht gesagt? Wir hatten gestern nur 3 Paar übrig. Das meinst du nicht ernst? Ja, doch, klar. Ja, aber nicht zu mir. Keine Ahnung, mit wem du geredet hast. Weiß nicht, ich muss gleich gucken. Der Muffin ist der Lagerbestandsbeauftragte, Unternehmer, Sozialdings. Nee, haben wir nicht, sagt der Jack. Wie? Soll mir seine geben auf korrekt? Sollst du ihm deine geben, Jack? Naja, ihr könntet die ja ausleihen, so, ne? Wie Schuhe? Ja, kannst du die ein bisschen tragen. Ich meine, ich habe meine auch dem Jiff gegeben. Ach, ist Dings Universalgröße. Ach, so Universalgröße, das ist sehr geil. Die drehen sich dann, die guten Travis Scott. Die kannst du einstellen an der Seite, kannst du so Dings machen, Reißverschluss. Kennst du noch von früher, die du zugedreht hast? Ja. Fand ich richtig nice. Junge, ich hatte so Turtle-Blinke-Schuhe, Alter, ich war der coolste. Das war noch bis heute sind das die coolsten Schuhe. Kennst du L.A. Gear? L.A. Gear, das war so die Hauptmarke, L.A. Gear oder so. Das waren diese ersten roten Blinkschuhe, Alter. Kennst du diese Schuhe mit den Rollen drunter, Alter?
Da würde ich so gerne mal ausprobieren, aber ich bin zu fett. Ja, Mann. Fühlst du, ja? Ich sag dir Bescheid, wenn wir die Dinger haben. Mach das, Digga. Alles klar. Pass auf dich auf, schönen Abend dir, ja? Pussy, Pussy. Hau rein, Digga. Hau rein. Junge, er will unbedingt Schuhe haben. Ja, der will unbedingt immer alles haben, deswegen macht er Geiselnahme, damit, weil es ihm sonst zu lange dauert. Naja, aber der macht Geiselnahme, also haben die Kohle. Nein. Klar, die haben 16 Millionen bekommen gestern. Willkommen bei der Hotline von Giffy's Dojo. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wo bist du mit Muffin unterwegs, Alt? Ja, mit Muffin und noch wem? Wer ist denn noch wen? Das darf ich nicht sagen. Okay. Der sollte jetzt auch hier kommen. Ich habe dem Muffin Brille besorgt. Ja, lass dich überraschen. Ja, wir sind im Park. Ja, wir sind gleich da. Wir sind kurz Friseur. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich wollte Mittag Gewerbe haben mit Max und mit Cody und Güffi. Wem? Max. Unser Max. Ah, ja. Der ist ja auch rumgesprungen. Gut. Ich habe mir von dem die Kohle geben lassen, alles. Ja. Wir waren gestern Nacht noch boxen mit der Bomb und der Cody. Hier. Ach, hat Cody gesagt, hier in Halle, ja. Was macht denn Perle da? Was ist jetzt gestern noch passiert mit den Eastside-Typen da? Nix. Ja, aber also ihr seid ja nochmal hingefahren. Ja, also ich war da, hab mit fünf, also wir waren zu fünf, die waren 15. Und ich kann dir so viel sagen, heute Abend in meinem Bett ist nichts mehr rausgekommen. Der hat das leer gemacht. Wie, hat dein Bett leer gemacht? Nein. Ich hätte heute Abend oder gestern Abend im Bett, da hätte nichts mehr passieren können, weil er zuvor alles leer gemacht hat. Hä? Junge, der Junge, hat mir so den Schwanz gelutscht. Ach komm, hör auf. Ja. Er hat gesagt, er weiß, mit uns Jungs legt man sich nicht an. Ja, aber die brauchen noch gar keine Paranoia haben, Alter. Mir ist ganz egal, ob deine Perle lang geschossen wird oder nicht. Ja, mir auch. Weil wenn wir uns davon beeinflussen lassen würden, könnte die morgen kommen und sagen, ja, die haben Fax gemacht und wir gehen dann dahin, das klären oder was? Ich kenne die doch gar nicht. Nein. Ja. Sind die immer nur am Telefon und mit dem Sombrero vom Muffin. Ja, warte. Und die soll ihre Dreckskarre Hure nicht hier parken, Alter. Sag nicht warum? Hure, Junge, bist du doof? Aber was? Ich darf das. Nein. Das ist sexistisch und beleidigend. Ja, aber das ist ja nicht gelogen. Ich bin immer nur PC Curtis Kusch, Junge. Ja. Hi, ich hab dich so vermisst, Mel. Du bist meine Bestfreundin. Hallo. Hi. Warum denn? Wie geht's, Mila? Hä? Die ist tatsächlich nicht zu Hause. Auch. Ich hab so geguckt, aber einfach nur so eine Kuhle im Bett. So ein nass geschwitztes Bettlaken. Und überall lagen Höschen rum, aber die sind von mir. Die anderen jetzt sind. Wir sind bei Friseur, die kommen gleich. Okay. Wir wollten heute zum Taxi noch, ne? Das klären wird, die da irgendwie ein Ding haben wollen. Richtig. So positiv. Check, check. Ah, und der Jifko war heute Mittag auch schon da. Ich war heute Mittag auch da. Wir haben uns sogar gesehen. Hä? Stimmt. Boah, die junge Sa war sogar auch da. Dem habe ich ja erstmal angemeckert. Ja, mit dem standen wir da. Ich habe dem gesagt, der soll die Dreckskarre umpacken. Und ich habe den Lowrider-Schlüssel mir geholt. Von und habe den nach vorne gepackt, wenn der noch da steht. Ja. Ja, vom Blauen, der geht zu uns. Ja. Gut, dass wir den abgeschleppt haben. Ah, ist der Abschlepper nur da? Weiß der nicht, Schwabbel wurde nämlich gekündigt oder Dings. Der ist einfach nur noch Mitarbeiter und kein... Haben die wo rausbekommen, dass ich den Abschlepper herb, wo auch immer. Wo haben die das der Typ vom Gewerbeamt hat mich auch gefragt, ob das überhaupt nur da... Ob die da nur rumwerkeln. Für die Shisha-Bar? Nee, hier bei der Werkstatt, wo der Schwabbel arbeitet. Warum fragt der dich das? Ja, der hat gefragt, ob wir das wissen. Aha. Da hab ich gesagt, keine Ahnung. Weil die kontrollieren wohl jetzt, welche Gewerbe noch am Start sind und so. Besser ist das. Ja, war so klar. Oh. Das war so klar, ne, Alter, ohne Witz. Wochenlang ist da keine Sau, macht geh nix, Junge, und dann ist der Abschlepper weg, sehen sie sofort, ne? Kannst du doch keinem Schwanz erzählen, Alter. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich nicht. Ja. Was willst du machen? Ja, warte, mir wäre das nicht passiert. Aber ich habe im Gewerbeamt gesagt, ne, da ist keiner, da ist nur Scheinfirma.
Ding jetzt. Ja. Die Yardies wollen die, glaube ich, aufkaufen. Mir doch scheißegal. Was für Yardies, Junge? Ich hab ein. Wo sind die Yardies? Wo? Wir haben einen gesehen. Wann? Nee. Vor drei gestern Tagen, klar, als wir da hinge. Wo? Ja. Gestern Rätsmann in dem Klamottenshop, wo ich Fotos machen war mittags. Ja, da war ich aber nicht dabei. Ja. Aber ich sag ja, ich hab den gesehen. Ach, der. Und der VR habe ich gesprochen. Ich bin nur mal überlegen, ob wir überhaupt bei dem Laden überhaupt irgendwas machen sollen. Oder einfach straight aus dem Kofferraum verkaufen. Straight out der Kofferraum? Ja. Der Jifke meinte, vielleicht einen Moon wieder anlegen. Ach man, ey, ohne Witz, was Jifke gesagt, kannst voll drauf vergessen, Alter. Moonbee, ich kaufe jetzt kein Auto dafür. Wir haben 170 Autos, Mann. Da können wir auch den Dubster benutzen. Ich kaufe jetzt keinen Lowrider dafür. Ja. Außerdem ist das voll hässlich. Ja. Ja. Der kommt schon wieder mit richtig straighten Ideen um die Ecke. Ja. Einfach ja, so also auf Bestellung. Die rufen an wie der Frank gerade, jo. Habt ihr noch ein paar Schuhe? Wenn wir welche haben, ja, können wir so sagen, jo, lass treffen da irgendwann. Ja, aber jetzt geht das noch, weil wir nichts haben so. Oder wenig Auswahl, aber wenn ein bisschen größer wird so, dass die vorbeikommen können, ein bisschen was angucken. Ja, wir geben halt nur die Leitstellennummer da an, ne, wenn wir da Werbung schalten. Und wenn wir keinen Bock mehr auf haben auf Zellen, Alter, dann machen wir einfach Leitstelle aus. Weißt du, dann kann uns doch wenigstens keiner auf den Sack gehen. Ja, aber du findest, du brauchst eine Anlaufstelle, wo die mal hingehen können. Für was? Wenn wir da chillen oder so. Dass die einfach mal vorbeikommen, sagen, was hast du so, zeig mal her. Hä, ja, das sehen die doch in der Werbung und auf der Page, die wir machen. Deshalb machen wir doch Modelverträge und so, wie du Bilder ja, davon aber du machen. Willst den Scheiß ja auch anprobieren. Hä, ja, aber das machen wir unter uns. Ja. Außerdem hat Juri eh viel zu viel zu tun. Außerdem, und der ist gestresst, das fuck. Kein wir Bock, dem ja auch nur Arbeit zu geben. Wir können ja auch einfach trotzdem den Laden so benutzen, ohne dass er... Ja, können wir auch machen, klar, wir können ja da... Ja, okay. Aber ohne da was zu verändern, so. Ja. Wenn er irgendwann Juri mal hat zwar gestern so gesagt, so, dem hat schon wieder die Finger gekribbelt, aber ich weiß ganz genau, dass er Stress hat. Kein Bock, so. Lass einfach Shisha mal abbrechen, nehmen wir die Kohle für irgendwas, wenn ja. Juri die nur auszahlt. Weil er klang gestern so, als würde der das nicht wollen. Vielleicht ist der das blank. Stimmt, der will ja... Der hat eine Insel gekauft. Vielleicht hat der kein Geld mehr. Ach, Quatsch. Stimmt, er wollte das ja umbuchen, wenn überhaupt. Ja, der hat gesagt, das ist einfacher. Aber ich frag den dann, ob der einfach auspayen kann. Scheiß drauf. Und dann chillen wir da einfach. Aber wir holen uns da Dings für das Gewerbe, ne? Wir holen uns da dieses Ding. Damit wir das auch benutzen dürfen. Scheiße, das wollten wir doch heute eigentlich machen mit dem Muffin. Ey, Bruder, ich geh nicht zum Department of Justice, Alter. Kannst du voll vergessen. Der Gewerbeamt. Ah, fuck. Boah, jetzt wo du das sagst. Aber der Frank hat irgendwie gesagt, Mittwoch. Können wir Mittwoch dahin? Haben die Mittwoch auch offen? Ja, ja. Der hat einen Termin Mittwoch, dann gehen wir einfach da auch hin. Okay. Der Typ war mega korrekt heute, war so ein Dicken. Dicken? Ja, ja. Herrlich oder so hieß der. Bin ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall nicht zum Department. Und da müssen wir hin, wenn wir das Vorverkaufsrecht dafür haben wollen. Nee, gar nicht. Was hat der gesagt? Wenn wir die Betriebserlaubnis dafür haben, haben wir auch gleichzeitig das Vorverkaufsrecht. Genau. Dann ist das egal. Ja. Dann lass gleich zum Taxi düsen. Hast du die Dings da schon angefangen damit? Page? Ja, ich brauche halt ein Logo. Ja, nehmen wir uns Kicker jetzt oder was? Oder wie? Können wir machen. Oder was? Ja, aber wie geschrieben? Ich würde sagen K-I-K-E-R. K-I-K-E-R? Ja. Kick, der Textilin. Ja, aber ist das nicht besser damit 2K? K-I-K-K-E-R? Das sieht doch cool aus. Kicker. Wer kommt denn jetzt? Bist du doof, Alter? Wer kommt wo? Nix. Ah. Den haben die da aufgesammelt. Ja, die Torte. Ist das Mila? Die Torte. Ah.
Was geht? Willkommen! Hey. Junge, ich bin jetzt endlich businessmäßig unterwegs. Hast du eine scheiß Sonnenbrille gekauft? Cooles Oberteil ist da an. Ja, fancy, danke. Fancy, achso, du meinst nicht mich. Okay. Ich war beim Friseur. Ich hab dir extra eine passende geholt. Sind deine Hämorrhoiden weg? Boah, das hat so gejuckt und wehgetan, wenn ich gekratzt habe, ne? Boah, Kacken kannst du auch vergessen. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich musste die mal so festhalten über den Bottich so. Ey, ich bin jetzt richtig Business unterwegs, ne? Warum? Guck mal, oh sehe ich jetzt Business genug aus? Ist der Jifke nicht auch unterwegs? Keine Ahnung. Nee. Was sagst Mila. Du dem Oberteil, Mila? Ja. Ich habe gestern Abend in der Boxhalle deinen Song wieder abgespielt, ne? Ja. Da waren voll viele wieder begeistert und zeig mal den Song. Kannten den noch gar nicht und ich meinte, was hat ihr denn für Feige? Ja, zeig mal den Song, zeig mal den Song. Hast du den? Welchen? Ja, von Oli Losi. Ist mir ja, egal. Ja, den ersten, ne? Ja, okay. Kannst du. Ja, mach ruhig. Alles gut. Oh. Aber nur den ersten, bitte. Remix. Boah, lange ist es her, ne? Dup, dupi, dup, dup. Muffin kennt den gar nicht, oder? Hä, habt ihr euch den nicht bei iTunes runtergeladen? Für 70,99? Techno Beat. Hallo. Ich weiß bis ja, das war ich. Ich habe irgendwas gemacht, keine Ahnung. Dankeschön. Lässt du jetzt bei dem ersten Song nur, ne? Ja. Okay, dankeschön. Ich brauche aber noch die beiden anderen, Mila. Was sagst du zu dem Oberteil, Mila? Ist so wenig oder ist cool? Hä? Ist so wenig oder ist cool? Was zu wenig? Das Oberteil, was du trägst. Noch zu viel, glaube ich. Das ist schon wenig. Ja, ne? Ja. Muffin, was ist mit dem Taxi? Lass da mal hincruisen. Ja, ist da jetzt einer da oder was? Das ist doch nicht, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht mal, wer der Chef, doch, ich weiß, wer der Chef da ist. Der war oben Hans. Bei den Geiselnamen dabei damals. Der Verbrecher. Ja. Er hat doch gestern gesagt, Hans? Hans irgendwas. Hans. Hans Schwanz. Drei, okay, also suchen wir Hans irgendwas. Hans Peter. Oh. Hans Schuffmann. Hoffentlich geht nicht wieder der Knallkorb dran. Ich hab ne Idee. Accident und Capture, guten Abend. Assalamu alaikum, Cousin. Sag mal, ist der Chef von euch da? Zufällig, irgendwo? Also er ist gar nicht in meiner Nähe. Wissen Sie denn, ob der unterwegs ist? Er ist irgendwo unterwegs, ja. Weil es geht da um Taxi-Uniformen und so. Ich müsste mit dem sprechen, aber ich hab die Nummer nicht. Um Taxi-Uniformen? Ich cool, so. Die Worte. Ich kann, ganz klar, Moment, ich notiere mir mal deine Nummer. Mhm. Ganz kleiner Moment. Grüße, salü. Dein Name war? Curtis. Ja, dann würde ich sagen, ich rufe mal Chef an, gib ihm deine Nummer durch und dann soll er sich bei dir melden. Danke. Noch klar, kein Problem. Tschüss. Ciao. Auch rein, Alter. Ja, der gibt dem Chef meine Nummer, der muss sich melden. Aber der Frank hat die Nummer auch, ne? Ja, der ruft mich jetzt zurück, der Hans-Peter. Achso, sind die unterwegs gerade? Der Frank sagt ihm jetzt Bescheid. Hä, wieso kann ich keine gute Laune haben? Weißt du nicht.
Ich sehe hier das dicke Geld mit meinem Business kommen. Mit Mila, wenn die unter Vertrag steht. Hä, hey, die ist doch schon 70 Mal Platin gegangen, Junge. Ja, aber ich will jetzt auch mein Stück vom Kuchen. Mhm. Du alten Schnurrkiss, du. Ach, laber nicht mich in die Folie. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Ansonsten dreh dich auf deinen Kopf. Ihr beste Freund, tot nach einem Schusswechsel. Zu verbluten. Ich hab gar keinen besten Freund. Oha. Hast du nicht? Nö. War das mit die Seesterne, die du letztes Mal davor in den Teich geworfen hast? Nee, die... Nee. Wie nee? Nö. Ja, wie nö? Nö. Ja, nö, wie nö? Nee. Ja, was nö? Und die Quarkwappen? Stimmt, was mit Quarkwappen? Quarkwappen sind meine Freunde. Ja, aber deine besten Freunde. Da sind echt Seesterne vorne, ne? Komm mal mit. Wo? Habt ihr die schon gesehen? Nö. Ja, die hast du da mitgebracht, aus dem Meer. Da hinten bei J-Los Arsch. Daran erinnert mich das also. Anruf. Oh, ich bin so Kante. Können wir uns da trotzdem noch duschen gehen drin? Da. Oh. Guck. Oh, diese Sterne. Das sind doch deine besten Freunde. Doch. Ich bin mein einziger bestes Freund. Der kommt jetzt vorbei. Hierhin? Ja. Wer? Where? Der Frank? Nein. Der Typ? Ja. Jo. Cool. Wo? Ging, ging. Warte mal, wir stehen nicht im Kreis. Das muss geändert werden. Der Kreis muss rund bleiben. Hallo. Doch. Was ist mit dir, Alter? Hör zu sauber. Ha, super spannend heute wieder. So, ich hab jetzt 17,99 Euro bezahlt. Ich hab super viel Spaß. Hallo, ich hab jetzt 17,99 Euro bezahlt für das Mila-Abo. Ich hab jetzt alle drei. Hast du? Glückwunsch! Ja. Hä, wie klatscht du ohne zu klatschen? Ich mach Magie. Also, man fängt davon ab. Ich mach Magie. Ich will's nicht wissen, wie sie es macht. Ach, ja, Mila war mal professionelle Truckerin. Das hab ich schon mal irgendwo gehört. Ja, wo ist jetzt die Alte hin? Ja, du hast ja auch 3 Monate gepumpt drinne. Ja. Ja. Hättest du 3 Monate nicht gepumpt, sondern nur gegessen, wärst du jetzt fett. Ja, richtig, ne? Oh, ich wär gerne fett. Da sind sie sogar schon. Meinst du? Warte, ja, boah, ich wär auch. Ich hab gestern schon gesagt, ich wär gern dick und hätte Spaß. Ehrlich. Ich glaube, ich würde mir ein rotes T-Shirt kaufen dann. Was zu der Figur meinst du denn? Tagsam! Hey. Grüße! Bruder, Homeboys! Naja, ein Geiselnehmer. Wieso wir? Du. Wieso ich? Du. Ich hab nichts gemacht. Und gar nichts. Brecher. Ja, ihr wollt irgendwie Taxi-Dinger, ne? Wir sind da gerade am Rumschnippeln und so. Also, Vater hat halt irgendwie scheinbar irgendwas mit euch besprochen. Ja, mit Muffin. Ich muss sagen, grundsätzlich bin ich nie abgeneigt. Ich will sie nicht zum Pflicht für jeden Fahrer machen, aber... Ja, da habe ich mich halt auch gewundert, ne? So Taxifahrer, die tragen einfach ganz normale Klamotten. Ist halt die Frage, was man machen könnte, ist halt, ne? Ja, im Prinzip ja, kannst du alles machen. Man macht einen Hoodie und schreibt irgendwie Downtown Cap drauf. Oder nur eine Kappe. Dann habt ihr eine Downtown Cap. Könntest du als Werbegeschenk halt rausgeben, ne? Für Werbung halt. Irgendwie Downtown Cap Logo vorne dran und hinten die Nummer drauf machen. Ui, das ist eine Idee. So, das verteilst du dann als Werbegeschenk und dann machst du quasi indirekt Werbung damit. Bei den Leuten, die damit rumrennen. Wenn man die Kappe anzieht, wenn man aufs Taxi wartet, kriegt man 5% Rabatt oder so. Ja, Mann, das ist auch cool. Finde ich an sich gar nicht so blöd. Kriegen wir da in mehreren Farben hin? Intelligente Menschen. Inwiefern? Ja, so 3 Pullover, einen schwarz, einen, keine Ahnung, gelb, einen blau.
Ja, eigentlich schon, oder Muffin? Ja. Weil sonst ist man ja gezwungen halt. Wir bräuchten dann nur ein Logo. Das müsstest du dann übernehmen. Ja, ich würde sagen, das Logo, was wir auch an der Firma haben, oder nicht, auf dem Taxen überall. Ja, wenn du das in guter Auflösung hast für Druck. Ja, das ist die Frage. Ja, ich hab das. Wo hast denn du das jetzt her? Internet. Magi? Internet. U-Life-App oder was? Nur ich mach Magi. Ja, du machst Bäuerchen. Das ist einfach dieses Downtown in so Bogen und darunter steht Capco. Punkt. Genau. Ja. Das ist ja einfach zu finden. Ja, würde ich nehmen, oder? Allah. Der dauert nur ein bisschen wegen Zoll. Zoll? Ist halt im Ausland drucken lassen. Achso. Weil ja, was anderes gibt's keine Geschäfte, die das machen. Ja, aber das fände ich eigentlich schon geil. So also Pullover, so ein paar, das wäre schon cool. Ja, und Nummer hinten drauf halt, ne? Von der Leitstelle. Was Leitstellennummer? Irgendwas mit 555555. Ich weiß nicht, ich gucke am Handy. Ich weiß es selber nicht. Ich hab alles gelöscht. Ich glaube, 6 mal die 5. 7 mal die 5. Mit oder ohne Vorwahl? Nee, ohne Vorwahl. 7 mal die 5, ja. Ja, mit ist halt Vorwahl, ne? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Die dann auf dem Rücken oder wo? Die Nummer würde ich so quer auf dem Rücken machen, ja. Oder so eine Ärmel oder so, falls man einen Rucksack trägt. Ja, oder so, das wäre eine Idee. Dass sichtbar ist, das wäre schon geil. Und das Logo einfach mitten auf die Brust. Ja, ja. Ja. Und welche Farben die Pullover? Ich sage einen schwarz, einen blau, einen gelb, oder? Welche Farbe hat ein Logo? Adela, Fashionbeauftragte, sag doch mal was. Ja, nee, ja, finde ich cool. Das gleiche aber auch glaub, für Frauen. Gelb wird kaum einer tragen. Ja, auch für Frauen. Dann lass lieber dann so zwei Farben Hut, machen, ne? Weil das ist echt viel Aufwand. Ja, dann lieber Frauen blau und schwarz. Okay. Auch wenn gelb eher mit einem Taxi verbunden wird, aber weiß nicht. Will ja keiner anziehen. Ja, gelb wird kein Schwein tragen. Und dann Taxi-Blau aber schon so ein Hoodie, ne? Wie ja, hier der Mann in Rot trägt. Ja, genau. Ja. Ach, der Kicker. Nee, ich würde eher, oder? Eher so ein Pullover, was Adela trägt, würde ich sagen. Ohne Kapuze, hätte ich jetzt auch gesagt. Ohne Kapuze, mehr. Also Sweatshirt. Sweatshirt, ja, genau. Kein Hoodie. Würde ich schon feiern. Ja. Also Sweatshirt in blau und schwarz in blau. Taxi-Blau. Boah. Brauchen wir nicht wieder das Taxi-Blau. Ja, ist okay. Okay. Ja, das haben wir. Ja, geil, Alter. Was kostet der Corner so weit? Boah. Was kostet das gar nichts? Kostet das was gar nichts? Nee, keine Ahnung, muss er gucken. Seid ihr vom Mobilcom? Heavy! 2,50 oder so. 2,50? Ja, geil, Alter. Nee, wir müssen mal schauen, wegen welchen Stoff wir nehmen und so. Wir nehmen so Teddy-Stoff. Von der Marke Bomfer. Der ist immer schön kuschelig. Was für eine Marke? Bomfer ist die Marke. Bomfer Teddy-Stoff. Ja, da legt sich jede gerne Frau gerne drauf. Ja, hau rein, Gefi. Da rennt der Musarik los. Neue Teddys organisiert. Wenn ihr neue Teddys braucht, klaut da einfach von denen. Aber der Preis, wir haben zum Beispiel der Dings Waffenholster importiert für Security-Firmen. Ja. Die aber nicht kaufen konnten, weil die kein Geld haben. Oh. Und da ist das so zwischen 80 bis 100 K. Pro Stück? Ja, ja. Ja. Aber ich denke mal, Hoodies sind deutlich billiger. Ja, weil Hoodies als Werbegeschenke, ne, sollten jetzt nicht viel kosten, denke ich. Ja, der Muffin könnte ja auch mal reden, aber der sagt ja kein Wort. Ja, ich überlege gerade, das wäre dann halt eher so ein Stangenprodukt, ne? Ja, ist ja, Stangenprodukt. Ja, ja. Muss ja auch nicht die übelste Qualität haben. Ja, richtig. Reicht kann ja auch noch zweimal waschen, einfach sich auflösen wieder. Reicht ja, wenn man das mit Paint Design. Dafür mit Bleistift draufkritzeln. Ach, wird nicht teuer, ist nicht teuer. Ja, easy. Ja, bin ich gespannt. Zumindest nicht so teuer wie die Schuhe oder wie die Jerseys. Was für Schuhe habt ihr? Habt ihr welche da? Ich hab nur gehört, guck doch mal. Guck dir doch welche an. Ach, das stimmt. War, hast du neue Schuhe, Muffin? Geil. Nee, ja. Das sind die alten aus dem Store, Mann. Das sind ganz neue aus dem Store.
Ja, dann nur bei Nein, mir. Peanut ist nicht tot. Lass den nicht sitzen. Bei Jack zum Beispiel. Der Chat ist nur im Lügen. Das sind die, die du anhast? Ja, die ich anhab. Die kosten 300.000 Dollar. Ja, 3.000 bis 500.000 Dollar. 3.000 bis 500, ja. Und was mit so Taschen, kommen die da auch dran? Welche nee. Taschen? Ja, die ich hab oder die Jack hat? Nee. Das sind Inseltaschen. Okay. Die werden da aber so schon resellt. Ja, aber für was für Preise? Ja, 400.000. Ja. Nee, teilweise 1 Million wurden die da. Auf Ulef ist doch, sind doch welche drin für 400.000. Ja, das ist einfach viel zu viel. Ach, was? 400.000 für eine Tasche? Ja, aber das ist. Der labert, erstens, weißt du, der Dulli Peter, der hat selbst schon welche für 600 weggehauen. Das ist eine Magentasche und zweitens ist das halt was ganz Besonderes, so, ne? Ja, aber eine Tasche für 400, 500.000 Dollar? Über die Zeit wird es auf jeden Fall Leute geben, die irgendwo verlieren und dann wird die immer seltener. Und es gibt halt so modeverrückte Leute, die zahlen das dafür. Puh. Eigentlich müsstest du aufkaufen, was geht und das alles bunkern. Und halt, das ist halt eine Investition. Genau wie bei den Schuhen. Klar sind die teuer, aber die sind auch extrem selten. Davon werden keine 100 Stück im Umlauf kommen. Weil die Menge einfach gar nicht existiert. Weißt du, die Schuhe, die ich jetzt anhabe, die hat nur noch einer, das ist dieser DJ aus dem Cookie. Ja. Genau. Ja, darüber hatte ich gehört. Nee, Jiggy hat die letzten paar gekauft. Ja, nein, Jiggy. Ah, nee, so Jiggy mit den weißen Schnürsenkel, meinst du? Ja. Genau, mit weißen Schnürsenkel. Davon sind nur zwei Paar im Umlauf gerade, mit den Schnürsenkel. Also Schuhe werden auf jeden Fall extrem selten. Das ist übel schwer, da ranzukommen. Aber so ist das nun mal in der Modewelt. It's only game. Why you have to be mad? Nicht mal ich hab welche, obwohl ich die verkaufe. Mit den Jungs zusammen. Hey, hat jemand was zu essen, was zu trinken? Ja. Kommen Sie her. Hier, meinen letzten Burger. Und du hast ja auch Interesse an den Taschen, ne? Sonst würdest du ja nicht fragen, ob man da rankommt. Danke schon. Ja, nee, ja, ich hab schon, also ja, zwei ja, Stück komm. Hätte ich schon Interesse. Du willst sie doch nur resellen. Du Dieb, du. Ja, was heißt resellen? Ich hätte halt zwei, drei Leute, die Interesse daran haben, denen ich halt gerne das möglich machen würde, die zu bekommen. Ja, aber sie sind doch, ein bisschen sind die da im Umlauf. Will da keiner verkaufen, die Taschen? Ja, aber für eine Mille wollen die alle dafür haben. Nein, ich hab doch gestern doch... Bei Julia ja, O'Brien wollte doch seine verkaufen. 400, ja. 400.000? Ich hab ja eine. Deswegen sehe ich halt nicht ein, 400.000 dafür zu bezahlen. Ist halt nicht wenig Geld, wenn man überlegt, was man so für 400.000 sonst so bekommt. Ja, aber hat der O'Brien sogar eine Louis? Ich glaube, das ist Erin auf dem Bild. Ich glaube, das ist die Verkaufsreif, ja, Tasche gut, 400. Auf dem Bild ist kein Wunder, dass sie keiner kauft. Ja, sind halt seltene Sachen, ne? Es gibt von Nike diese Zurück in die Zukunft Schuhe, die sind auch einfach mal, aber weiß ich, wie viel wert. Sehr, sehr viel. So zwar nicht in Los Santos, aber außerhalb von Los Santos. Erst wird mit irgendwelchen illegalen Schlüsseln gehandelt, dann wird mit irgendwelchen illegalen Waffen gehandelt, mit Fluggeräten und jetzt mit Taschen. Naja, du hast ja immer nur die Möglichkeit, die Taschen abzuziehen, so, auf dem illegalen Weg. Wenn ein Herz, ja, das ist halt das Risiko, was ich bei sowas sehe. Ja, aber weißt du, was Cody gemacht hat? Hm? Der will jetzt zu DJ gehen und sich die quasi zertifizieren lassen, dass er die hat. Und Jiggy hat die auch. Und der ist zu der Bomb gefahren und hat gesagt, wenn ich die Schuhe verlieren sollte, dann holt ihr mir die zurück. So, wenn ja, bei den Schuhen ist es da was anderes. Wenn du die klaust, kannst du die niemals tragen, weil wenn dich einer mit den Schuhen sieht, so kriegst du auf die Fresse. Ja. Und nee, so lange ist die Schuhe wieder ausmachen. Also. Ja, bei den Schuhen ist das wieder was anderes. Ne? Die kannst du, also jetzt ohne Tipps zu geben, aber das fällt dir ja bestimmt selber ein. Da sind ja ein paar mehr im Umlauf. Also bei den Schuhen kann ich es verstehen, da die sehr selten sind. Aber bei den Taschen haben ja locker, sind sicherlich hundert ungefähr im Umlauf. Kannst ja nie nachvollziehen. Guck mal, der Preis, oder man zahlt immer nur das, was man bereit ist, dafür zu zahlen. Wenn du sagst, 400.000 ist dir zu viel, dann zahlt es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das zahlen. So habe ich das mitbekommen. Mhm. Also Juri hat mir davon erzählt, hat irgendwie da der Architekt irgendwelche Autos und so getauscht wurden gegen Taschen. Jo, deswegen gab es da von ihm eine Anzeige in der ULife-App für 10 Riesen, allerhand von dem ganzen Scheiß. Ja, aber Juri darf die also nicht jeder importieren. Jeder Artikel 10 Riesen. So, dann gab es welche, die sind hingegangen, wie ein Kollege von mir, der hat dann jemanden angerufen und sagt so, ja hier, die Anzeige ist gerade drinne, ich habe keinen Bock zu warten, ich gebe dir 15 Riesen dafür.
Hat dafür 15 Riesen eine Tasche bekommen. Zähler reicht von der Anzahl. Ja, dann hat der Juri wahrscheinlich das, was er in Los Santos irgendwo rumfliegen hatte, noch verkauft. Aber importieren darf er sie nicht. Weil der nicht damit beim Zoll vorbeikommt. Wenn er noch Restbestände hat von seiner Party da. Ist verboten. Ja, er hatte gesagt, dass sie für Events vorbehalten sind. Dass wenn nochmal irgendwie eine Party stattfindet auf der Insel, dass es dann wieder welche gibt. Das kann sein, keine Ahnung. Ja, nur fürs Event halt. Ich kann mir vorstellen, wenn hier dieses Box-Event ist, dass man dann auch da rankommt, weißt du, auch die Gewinner, dass die dann mit rübergenommen werden und dann auch eine Tasche kriegen oder sowas. Ja, das kann sein, wenn du dann eine Reise rüber gewinnst. Genau. Du hast gerade schon wieder das Box-Event gespoilert. Box-Event? Ja, stimmt, das ist ja nicht offensichtlich. Muffin. Muffin. Ja, jetzt weiß ich die ganze Stadt. Ach, da wusste gestern schon. Hi. Hi. Hallo. Willkommen. Servus, grüß dich. Anmelden? Ja. Ist der noch nicht offiziell? Ja, wie jetzt sofort? Ich hab da so Bock drauf. Wie, du willst dich prügeln? Ich will mich prügeln, ja. Bin auf dem Weg. Da holen wir die Shaniqua. Jo, mach ich. Frau gegen Frau. Oh, ich schlag gerne, Leute. Stimmt's, Hans? Mhm. Ja, der Ring ist offen, willst du gegen Büffi hauen? Wir tauschen mal einen Platz, okay? Büffi, was sagst du? Grüße. Ich bin in Ruhestand. Also. Ja, Mann, der Kreis muss immer rund bleiben. Also, muss ich da zustimmen? Ist das wichtig? Ich bin jetzt anmelden. Wir machen das nicht. Also wir veranstalten das gar nicht. Achso, wer veranstaltet das? Worum geht's? Das sagen wir nicht. Das ist ein Geheimnis. Es sollte noch gar nicht rausgeplaudert werden, dass man da überhaupt was gewinnt. Ja, Muffin, super Arbeit. So. Etwas. Großartig, wirklich. Ja. Super. Er ist voll klug. Wir haben die Webseite auch gestern nur zwei Leuten geschickt, auf einmal waren 90 Aufrufe drauf. Okay. Ja, was soll ich machen, wenn ich die per E-Mail verschicke? Tut mir leid. Ich toll gemacht. Klatsche mal ganz, ach egal, komm. Ja. Ich auch! Muffin. Muffin, geh mal rückwärts. Geht nicht, weil er dreht sich ja nur. Ja, das geht doch. Junge, du bist der größte Kicker, der hier rumrennt, Alter. Machen wir es einfach so. Hallo. Willkommen. Ja, toll, kann ich ja schon wieder pennen gehen, haben wir ja für heute alles erledigt. Ja, super, ne? Super. Ja, danke schön, dass ihr mir zugeschaut habt hier im Kreis. Kein Problem. Also die hier gerade stehen. Vielen Dank. Ja, doch, gar kein Problem. Kannst vielen mich Dank gerne für den anrufen, Support, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Wir sehen uns morgen wieder, ich stimme 19 Uhr auf. Ich supporte voll. Ja, ich weiß. Ja. Vor allem du. Life be like, why you? Yo, wie viel musst du heute nicht arbeiten? Nee, ich war nur Praktikant. Hä, warum? Da wo die Festeinstellung? Du kannst bei Cowies arbeiten, verdienst du 90 Euro. Ich sehe mich nicht hinter der Kasse, ich sehe mich ja als, keine Ahnung. Das sind alles nur Pappbäume, die hier stehen. Maskottchen oder so. Maskottchen. Ja. Hallo. Was geht? Ja, wir sagen auf jeden Fall Bescheid. Ja, so geil, Alter. Ja. Gut, dann ziehen wir weiter. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Danke für deine Hilfe. Und macht uns mal einen Kostenvoranschlag. Ja, komm, geh. Scheiß auf, ich stelle einfach. Nee, das habe ich nicht. Ja, komm raus aus dem Park, sonst pushen wir von rechts. Okay, tschüss. Auch rein. Scheiße, Flashbang. Jetzt ein Meeting, ne? Was? Ich brauche unbedingt was zu essen. Ach, ich hab ja, komm noch mal. Hast du noch? Aua. Ja. Nee, ich brauch Trinken, ich hab Durst. Ja. Trinkgepäckchen. Ja, Trinkgepäckchen für alle. Ich habe keinen. Bitte komm her, ich geb dir einen. Komm, ich geb dir einen Cake Rushzi. Oh, sowas. Ein Penny. Oh, Trinkpäckchen. Ja. Aber stecht. Nein! Ja, wie? Du musst den Sträumen unten reinstechen. So machen die coolen Kids das heutzutage. Aber ich war nie cool. Ja, woher soll ich das denn wissen? Du kannst doch jetzt cool sein. Und wir sitzen noch immer hinten im Bus und hören ganz laut Bushido. Bin ich cool? Bin ich cool sein? Ja, das war cool. Klaus, Hüfte.
Surfte etwa? Verkühlt hatte meine Flecktricks. Meinst du etwas so? Ja, aber dies ist 2017. Ja. Lang, lang ist es. Boris, ich kann gerade nicht so quatschen. Ich hab halt. Du hast meine Hose auf dem Kopf gehabt. Deshalb hat die so nach Schumanns gestunken. Ach komm, halt's Maul. Boah, ich hätte jetzt so gern ein Tinkepäckchen noch. Du Luda. Was ist mit Dings? Wir brauchen noch. Ja, wir brauchen eine Frau, ne? Wir brauchen noch. Oder hat Mila schon Arbeitsvertrag bekommen? Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau. Ja, hast du schon Arbeitsvertrag. Ich bin eine Frau. Ja. Ja, ich. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin ein Frau, zufällig. Ja. Ja. Und Güffi auch. Ich bin auch eine Frau. Warum hast du ein Sombrero? Den hat sie einfach aus dem Lager geklaut, den letzten. Nein. Nee, den habe ich jetzt gerade bekommen. Ach, ist von Mel? Ja. Dann ist der von Muffin. Ja. Nicht verlieren, ne? Selten, teuer. Ja. Ja. Warum ziehst du den nicht an? Was ist der Quanta-Arschritze? Weil ich da aussehe wie ein Freund. Zieh den an, sieht voll sexy damit aus. Wenn du dann noch Alcaramba sagst, dann geh mal direkt rein. Alcaramba. Ja, aber nur, wenn du den Sombrero aufhast. Ach so, warte. Wird mal wieder Zeit für... Alcaramba. Oh mein Gott. Wird mal wieder Zeit für den Berg, Mila. Amigo. Was? 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 What's happening? What up, Kills? Boah, ich bin richtiger Dings, Alter. Yeah, yeah, YBN, back, what up, Kills? Yeah. Yeah, yeah, you know what I mean? Hey, yeah. YBN, yeah, Curtis Kush. Yeah, man, yeah. What's cracking? What's popping, boy? Yeah, what's cracking, blood? Yeah, yeah. Spreading the wrong turf food. Yeah, yeah. Yo, man. You know what I mean? What your back, homie? For, man? Oh, wolltest du mich umarmen? Hey, wir stehen im Kreis. Das macht super viel Spaß. Woohoo! Hat mich noch einer angerufen? Wahrscheinlich nicht. Was machen wir? Lass mich raten. Wir gehen nachher nach Cody's dort essen und dann gehen wir pennen. Und dann stellen wir uns nochmal kurz im Kreis voll. Und so lange bleiben wir hier einfach im Kreis. Irgendwo, ja? Wir können auch Kuchen essen gehen. Wir können auch auf den Berg gehen. Wir können noch ein bisschen Werbung machen. Wir können ein bisschen kuscheln. Wer, nur wir? Auf dem Berg. Ey, ich hab auch zwei. Die anderen können auch mit. Das? Was? Ich guck zu. Irgendwie gefällt mir die Cap nicht mehr. Irgendwie habe ich voll Bock, die wegzuschmeißen. Ja, weg. Irgendwie fühle ich mich jetzt nackt. Ja, Mila, gib dir deine Cap. Naja, die passt mir nicht. Die hat so einen großen Schädel dafür. Wo ist das denn? Ist nicht wahr. Lack, schrei mich nicht an. Weh, du sagst jetzt, so redest du nicht mit mir. Pass dir auf. So redest du nicht mit mir. Warte, ich mach Klingelstreich bei Enttäuschung. Boah, ich gehe, glaube ich, zum Friseur kurz und kaufe mir eine Flasche Alpizin. Ich komme gleich wieder. Für die Haare. Darf ich auch mit? Nur für die Haare. Ja, dann komm. Klingelstreich. Ja. Klingelstreich. Du hast wen hast du angerufen? Enttäuschung. Wer ist denn Enttäuschung? So jung, so jemand von Taxi. Dieser Onni, dieser Bunte, den du nicht magst. Dem habe ich vorgestern der Taxi geklaut, glaube ich. Das ist der Typ, der das Bild gemalt hat, ne? Ja. Der mir eine echte Giraffe versprochen hat. Aber du hast doch Giraffe in der Halle. Ja. Kickt it? Bei dir? Ja, immer. Ja. Ich trinke jetzt eine Flasche Alpizin. Alpizin? Ja. Prost. Oh. Was ist das für ein Tau? Ja, ich bin okay. Ich hab heute Mandalas ausgemalt und ich hab noch einmal über den Stich gemalt. Cool. Ja. Sorry, ich muss leider so mit dir reden, ich bin Gangster. Ich darf keine Gefühle zeigen. Männer weinen nicht. Ja, weiß. Ich glaube, ich mach Dings. Flasche Alpizin. So? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen trinken. Ach du Scheiße. Ex oder
Schwanzlutscher. Ist noch drin. Hey, what's cracking? Oh. Was setzt du zu der Frisur? Oh, das schon. Das schon schick. Mhm. Willy Wonka hat mich angerufen. Was wollt der? Keine Ahnung, hab dich zurückgerufen, hab vergessen. Oh. Okay. So, hab leer getrunken. Okay. Sehe ich gut aus? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Du musst ja sagen. Ja. Mach auf den Lachs. Wohin mit dir? Achso. Bitte nicht fahren. Ja doch, kann ich mal den Gang einlegen? Nein. Ich geh mir jetzt eine Cap kaufen, damit man meine neue Frisur nicht sieht. Das ist so gisch. Machen wir heute. Auf dem Rücksitz knutschen. Jetzt? Nee, später, oder? Okay. Oder jetzt? Nee, später. Wir haben noch Business zu klären. Business! Business! Soll ich überhaupt eine Käppi kaufen? Ja. Ja? Ja. Die? Lach doch noch mehr fake. Soll ich auch cool reden wie du so? Ja, oder? Ja, klar. Ich bin Gangster, ja. Ja, natürlich. Was steppst du auf meine Steed, Homeboy? Das sieht eigentlich voll fresh aus. Ja, Mann, ich kauf die. Ich bin Angler nämlich. Oder? Du hast gar keinen Angel. Klar habe ich einen Angelschein. Herr Wo? Hä? In meinem Portemonnaie? Habe ich am Flughafen bekommen. Ich dachte, du wolltest wie ein Gangster reden. Was sagen Gangster so? Die nennen jeden Homeboy. Homeboy. Dann sag mal, what's cracking blood? What's cracking blood? Ja, genau. Ungefähr so. Und wieder ab in den Kreis. Oh. Hui. Ich liebe mein Leben. Ups, ein dickes Auto. Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Guck, da vorne ist der Kreis, da müssen wir hin. Der Kreis. Ja. Junge, warum hast du den... Hä? Hast du den Hut die ganze Zeit auf? Ja. Echt jetzt? Ja. Warum hab ich den gerade ange... Blood? Ja, genau, was cracking blood. Was happening, Sir? Was hab ich den gerade im Laden aufgezogen? Dachte mir, boah, der passt voll gut zum Jersey, Alter. Hast du die Brille dabei? Nee. Ach so. Nee, hab ich wieder im Schließfach getan. Ja, okay. Bouncy lady. Doch, ich hab Bock, Mann. Ich meme nur rum. Wir sind schon verbunden. Dankeschön für die Subs. Ich lese gleich vor, meine Freunde. Bitte nicht sauer auf mich sein, ich liebe euch alle. Hey Curtis, lass mal Schuhe tauschen. Aber guten Geschmack, Curtis. Nee, deine Schuhe will ich nicht. Hättest du die Vans an, okay? Ich geh Vans holen. Ja, geh Vans holen. Und Vans die Crocs sehe ich wieder, Alter. Welche Vans willst du? Schwarz-weiße Vans? Ja, hallo, die schon seit 2017 tragen, natürlich. Ich hab Alpecin getrunken. Ey, können wir bitte irgendwas machen, außer hier rumzustehen? Können wir irgendwo anders rumstehen? Wollen wir anfangen? Ihr wollt jetzt rumfahren, wir müssen gesehen werden, Junge. Wir sind rich. Ja, lass die Dinge lassen. Ja, lass uns alle ein Fahrrad holen und dann durch die Stadt. Was denn? Wir kommen zum Erdbeerfeld, da sind immer viele Leute. Wir fahren Dingelsen. Und dann können wir Kuchen essen. Ja, wir gehen Kuchen essen. Kuchen gibt, Mila. Die hätte ich nur wiederholt, Junge. Nur wenn ich darf Erdbeerkuchen. Ja, komm, wir gehen Kuchen essen. Ja, wir müssen auf den Giffy warten, Junge. Wir sind eh 5 Leute, der soll hinterherfahren. Eh 5 Leute, der soll hinterherfahren.
Oh, das macht schon wieder so richtig Spaß. Ja, das macht. Yo, what's cracking, bad homeboy? Du halt auch so zu quatschen, Dummkopf. Hä? Nix. Oh, hab ich hab Zungenpiercing rausgenommen, Mila. Ja. War mit dem oder war mit Jugula? Ja, mit Komoda, Junge. Hast du den Jugula? Nein, tue ich nicht. Hast du den Jugula? Homeboy. Wir müssen die. Ah, oh, ich würde die gerade nochmal tun. Ich will wissen, wie die aussieht. Da kommen wir doch hinfahren, das ist doch mal was anderes. Stehen wir zwar wieder halt im Halbkreis, aber. Bitch, don't kill my vibe. Kennst du eine gute Tuning-Werkstatt? Underground. Was ist das denn hier? Eine Werkstatt. Bei der Wolf MC. Was für ein Wolf MC? Wolf MC, vor der Büchse. Ja, keiner sagt dem Giffy Bescheid, ne? Wovon? Ich kann machen, ich mach. Okay. Eieieiei. Yo, what's kicking butt, homeboy? Wir sind Kuchen essen. You have to say what's kicking butt. Where? Wir sind Kuchen essen. At Stadtpark. Reit. Yeah. Ja? Oh, das ist ganz schlimm hier, Alter. Behind me? Da ist er doch. I'm right here. Du bist ein Raid hier? Ich bin right hier. T3? Ja. Push from behind. Ja. Ja, gang. Ich stream jetzt über die Grafikkarte, Bruder. Weil die CPU wird wahrscheinlich explodieren. Hier, Meister. Wo? Deine Vans. Junge, wenn du die verlierst, hau ich dich weg, ne? Nein, du kriegst sie wieder. Vielen Dank. Ja, nur für heute. Und sie sind weg. Ich die an. Ach, jetzt komm mir mit. Ja. Dankeschön. Naja, ich habe immer noch die 2080 Ti drin, ne? Darüber kann man eigentlich relativ gut streamen. Ohne, warte, ich guck mal, was die CPU sagt. Komm, let's go, bisschen Kuchen essen. 65%, ist in Ordnung. Junge, was hast du für eine Hose an? Ich habe meinen Jeans weggeworfen, meine Jogginghose. Okay. Die hab ich dann hingelegt für später, wenn die da noch liegt. Ey, da ist der Notorious BIG wieder. An was zu trinken? Kaffee, Latte, Tee, Apfelsaft, O-Saft. Oh, wie viele Motorräder? Habt ihr Kakao? Wir haben heiße Schokolade. Weiß, ist Vollmilch Kakao. Und dunkel. Ich will weiß. Weiß. Ach, zwei oder ein? 60.000 kostet das. Auch zwei. Ja. Gut. Sonst noch was oder war's das? Für mich war's das. Vielleicht meine Freunde wollen vielleicht. Bei Käsekuchen zwei Frische sehen. Zahlt ihr wenn dann zusammen oder? Ja, getrennt? Ich bezahl das. Ja, dann mach. Lass mich ja in Ruhe, Shit. Ich darf grumpy sein. Wenn ich auf Curtis bin. Das darf hier nicht der funny Character werden, sonst Pina wieder. Jetzt kommen wieder alle an und sagen, ey, ich will Curtis sein, ich will nicht Peanut. Ja. Ich kenne euch, ihre Bauten. Ja, auch immer diese Stille. Ja. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Aber cool, dass du dich hinter mich setzt. So können wir eine richtige Konversation führen. Hier vor mir? Hallo? Ja. Warte, ich hol einen Klappstuhl. Hi, na? Na? Herr vor mir ist das hier? Ja, immer. Jeden Tag. Oh. Hast du bestellt, Mila? Hä? Hä? Was hast du bestellt? Erdbeeren. Fettsack. Warum? Du wolltest doch Sport machen. Ja, mach ich doch. Wann denn? Hä?
Yo, yo, man. Hey, what's happening? Look at my shoes, man. You know what I mean, girls? Yeah, for sure, dog. Yeah, for sure. I'm come from the projects, my man. Warte, ich muss das Wörterbuch nachschlagen, was ich sagen kann. Achso, okay. Mach Google-Übersetzer. Muffin ist der Seidenbacher, Alter. Der hat eigentlich noch nie so wirklich großartig RP gespielt. Der macht damit bei den Klamotten und so. Ja. Nein, Muffin, bei dir kickt immer. Was? Ja. Warum denn jetzt schon wieder? Ich will eine Gehaltserhöhung. Ich bekomme hier Sozialhilfe nur. Ach, war doch abgemacht. Ich will so. $50 mehr. Oh, $50? Junge, voll stressig, der Job. Ich muss jeden Tag mit euch abhängen. Sag mal, also... Das geht auf seinen Nacken. Also ich bezahle. Okay. Das macht $530, bitte. Machen Sie 2000. Machen Sie 5000. Ja, oh, 5000, okay. Ernsthaft? Okay, ich habe sie gestern 6000 auf den Boden geworfen. Das ist ja hast du nicht gemacht. Ach. Aus Versehen. Das gibt Gehaltskürzung. Weil du jetzt schon damit rumstellst, warum sollte man... Hallo, aus Versehen. Dankeschön. Ah, ja. Soll ich dir dann jetzt alles geben, oder... Ja, kannst du machen. Du siehst echt viel cooler aus mit den Vans, Curtis. Du willst nur die Crocs behalten, Alter. Versuch gar nicht, mich zu manipulieren. Ich will die nicht behalten. Schnurri, du. Du kriegst sie heute Abend wieder. Ja, will ich auch hoffen. Ja, ja. Jetzt hol ich mir die von deiner, von deinem toten Körper runter. Aber ich hab Schweißfüße, ich schwöre sogar. Egal, ich wasche die aus. Okay, mit Gartenschlauch. Ja. Damit wasche ich mich auch immer. Boah, irgendwas stört mich an Jack sein Outfit, Alter. Das passt irgendwie gar nicht. Sieht einfach kacke aus, der Typ. Fangen wir mit der Hose und dem Pullover an? Ja, orangen Hose geht einfach gar nichts. Und dazu noch die Schuhe. Da kommt richtig der Sticky mir durch. Und von Muffin müssen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Dankeschön. Was? Junge, du mit deiner komischen Armeehose, Alter, grüne Jersey und rote Schuhe und so einem komischen Zylinderding. Ja. Ich bin vorbereitet. Und ihr nennt euch Modeberater. Besser. Ja, das sieht schon... Oh mein Gott, die Schuhe sind so hässlich. Ach, ja, ja. Hier bei... Hat meine Schwester gestern auch gesagt, hat der Muffin sich dann wieder... Dings, Johnny. Homeboy. Hallo, Enttäuschung. Merkt noch schlimmer das Outfit jetzt. Ja, witzig, oder? Ich hab dich vorangekriegt, du Loser! Die hat Bock, merkt man richtig. Aber ein Kiefer? Das ist ganz kurz, aber richtig. Ja, das kickt die immer, Junge. Hä? Bist du ein bisschen dummer als sonst? Kann es sein, dass du dumm bist am oder so? Am nächsten beim Muffelpark. Ich bin zufällig bei Dinea. Soll ich dir zeigen, wie man Cheese in deinen Kopf? Ja? Ich bin mit meinen Homeboys. Bin sag, ich hier. Sag, yo, yo, what you banging for? Yo, what you banging for? Fool. Fool. Sag, der soll herkommen, der Trottel. Ja, komm zum Kuchen. Das ist dieser Taxifahrer, Mann, der hat so ein Armband an, das kannst du abziehen. Doch, oh. Doch, komm okay. Schnell. Darf ich denn das darf ich mir ausleihen von denen? Ja, du frag kommst, doch. Okay? Ich hab mir das letzte Mal ausgeliehen und bin weggerannt, da hat der angefangen zu heulen. Bis gleich. Was für ein Idiot. Ja, wenn das ein Idiot ist, warum rufst du den dann an? Ja, ich hab Klingelstreich gemacht. Küss den doch. Ich sperr dich wieder 3 Monate ein. Ist super aufregend hier, ne? Ja, ich meine, ja, war eine gute Idee, ne? Ja. Also ich habe gerade schon Werbung gemacht, der Typ hat mich gefragt. Echt? Ja. Warum fragt mich keiner? Ich sehe doch fancy aus. Vielleicht war die Angst vor dir haben. Das ist halt eher so 0815. Ah, was er sagt. Fick ihn, Mila, fick ihn. Ich darf nicht, ich bin ein vergebener Frau. Er soll dir eine Bombe geben, Mann. Ach so, ja. Kommst du kurz mit? Ja. Bitte schlag ihn. Ich hab hier was vorbereitet für dich. Bitte. bitte. Ja. Nimm's nicht persönlich vielleicht, okay? Was denn? Wir sind ja Freunde. Okay. Gute Freunde, die machen manchmal Dinge.
Okay. Und ich mache auch Dinge und besonders halt die, wo wie wenn Kelly. Ja, quatsch nicht so lang rum. Okay. Oh! Ja, Manila hat den richtigen getroffen. Nicht gut. Geh nach Hause. Mach Platz. So, da hat er den richtigen getroffen. Richtig fokussiert und dann Willst du jetzt nochmal oder? Ja, soll ich? Ey, geht weg, geht weiter weg, ich schwöre. Warte auf mich. So. Ey, du darfst nicht zurückkommen, du dummer Wichser. Geh nicht mehr in die Nähe von der. Junge, Alter. Boah, hast du einen Schlagring in der Hand? Was? Boah, Junge, hat das wehgetan, Alter. Ich kann's krank ausfahren. Voll Idiot. Mach gut. Ich kann nicht fahren, ich hab keinen Schlüssel. Lauf doch. Löse dich nicht mit mir an. Hast du gesoffen? Nee. Wenn Hallo. Ich will unterscheiden, wie gefährlich ich bin. Wann kommt mein Kumpel? Das ist eine Frage. Ja. Weiß nicht. Das ist nicht mein Kumpel, das ist Kannst du jetzt mal bitte erklären, warum du den Güffi getreten hast? Der hat doch gar nichts getan. Das würde ich auch gerne wissen. Was soll das denn nun? Soll der sich halt weiter wegsetzen? Wenn ich erst mal anfange, um mich rumzu... Ich hau überall hin. Fuchsteufelswild. Ich finde das nicht nett von dir. Ach komm. Das tut mir leid, okay? Okay. Ist schon 21 Uhr, können wir schon zu Codys? Nein, 9 Minuten noch. Ja, super. Wenn wir vorher kurz am Krankenhaus vorbeifahren, tut euch weh. Ja, dann lass da hin. Ja, oh mein Gott. Man. War man da nicht gestern schon? Nein, Camila wird super toll lustig hier im Krankenhaus. Ich glaube, ich bin. Was machen die denn da hinten? So wie der da vorne? Boah, Junge. Ja. Zum Teufel. Das ist schon wieder so. So, mal Händchen halten. Oder schlägst du mich dann auch? Hey. Du musst wie ein Gangster laufen, Mann. Wie ein 3 Meter breiter Gangster. Kann so laufen. Wenn wir da irgendwo enden, was die da machen, okay? Dann musst du mich hier schießen. Okay. Wenn ich da lande, wo ihr seid, dann will ich erschossen werden. Ich hab den gesagt. Ich glaube, das interessiert ihn nicht. Ja, ich glaube auch. Mit Sau, Capri-Sonne, Tinkepäckchen? Ja. Piep. Nö, ist leer. Asche. Ich bin like, who are you? Oh, Enttäuschung! Bist du das? Wir müssen zum Krankenhaus. Okay. Ich kann nicht mit zu deinen Schießübungen. Aber du musst mir nur sagen, wie das geht mit John. Warte mal kurz. John? Okay. Was ist denn voll? Das ist ein Obdachloser. Nee. Der ist der Hausmeister bei Polizei. Schleim mir mal deine Schuhe, bitte. Nee, ich will die Schuhe. Nein. Ja, warum nicht? Die habe ich geschenkt gekriegt. Wieder mal bist du eine Enttäuschung. Tut mir leid, aber die kann ich denn von meinen besten Freunden gekriegt. Du hast beste Freunde, als ob. Ich krieg deine besten Freunde. Fahr mich schon mal hoch. Boah, wenn du wüsstest. Hallo, Kreis. Schwierig. Hallo. Auf jeden Fall haben die mir... Hallo. Ich war gestern eine Geißel.
Ja, erzählst du deinen Therapeuten. Was ist für ein Therapeuten? Ja, ich habe keinen Therapeuten. Überwinkt mir. Tschüss, Enttäuschung. Ja, tschüss. Tschö. Ich mag den nicht. Ich weiß. Aber der war mal lieb zu mir und hat mich angelogen. Hä? Hast du davon Schlüssel? Ja, das ist mein Auto, Junge. Boah. Weise mal ein Stückchen an den Straßenrand fahren. Ja, ich muss dir das Auto kurz abschließen. Der junge Mann. Aber irgendwie. Ich glaube, hier ist gar keins. Ah, Moment. Dann machen Sie mal Folgendes. Da, wo Sie gerade eben waren, ne? Ja. Dann müssten Sie nochmal 5 Meter weiter vorgehen. Das ist ein bisschen zu weit. Nee, das ist Ansichtssache hier. Egal, hat jetzt schon nicht geklaut. Oh, oh, okay, ist abgeschlossen. Ja, hervorragend. Aber wenn du einen Schlüssel hast... Das ist mein Auto. Dann fahr den mal an den Rand kurz. Ja. Das ist hier ein bisschen gefährlich. Ich kann den nicht aufmachen. Ah, ah, jetzt. Nein. Ansonsten. Jetzt. Ja. Aufpassen, Hogwarts! Vielen Dank, so ist, denke ich, sicherer für alle. Perfekt. Wunderbar. Tag, ja? Gleichfalls. Noch ein, Alter. Wenn die wüssten, dass ich 17 Knarren in dem Rucksack habe. Achso, das ist ja fast hinausgenommen. Ja, ja. Hier sind nämlich Diebe unterwegs. Überall. Oh, die Karre ist auch dick. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, da reinzulaufen, ohne Witz. Ich auch nicht, aber was willst du machen? Egal, lass kurz gucken. Ja, wir haben eh nichts zu tun. Ja. Eigentlich müssen wir arbeiten gehen, also arbeiten. Ja, was... Ja, morgen könnte man machen, ne? Morgen kriege ich mir erstmal die Wampe ein. Und zieh mein rotes T-Shirt an. Dann der Super D oder was? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Brauchen Sie eine Behandlung? Hallo. Nee, mein Kumpel ist hier drin. Bitte einmal draußen warten, weil wir gerade viele Patienten haben. Also, okay. Ich glaube, die wollen mich eh nicht durchsuchen. Das ist wahrscheinlich das Beste. So viele Behandlungen. Oben gibt es auch ein Krankenhaus, Mann. Da mal, find deine Chance, Quatsch, ja. Komm, trau dich, Tiger. Los. Mila, wir müssen dem Muffin helfen, der ist ganz schüchtern. Was? Weiß auch nicht, traut sich nicht. Komm, quatsch die an, Muffin. Ja, du hast gesagt, wir brauchen Models und nicht irgendwie. Ja, dann frag die, ob die... Oh ja, die hat schon... Machen. Mach du mal, Mila. Komm, die zeigt dir, wie das geht. Du bist ein Mädchen, oder? Au. Ja? Ja. Tschüss, Emily. Möchtest du... möchtest du ein Model sein? Model? Nein. Warum nicht? Weil ich kein Interesse daran habe. Aber guck, was für fancy Klamotten wir denn tragen. Hi. Ich bin Model. Von Beruf. Yep, yep. Ich? Genau, bitte nicht? Schwerkriminell. Willst du nicht? Das ist ein Hund. Das ist Coffee. Und das war's schon wieder. Dann piss dich doch an. Ja, na klar. Hunde sind voll selten, ne? Schade, dass ich auf mein Sombrero jetzt nicht so auf hatte. Ja, sieht wohl so aus. Und Hund ist wichtiger, als sich zu unterhalten. Ja.
Ja. Das ist einfach der beste Tag in meinem Leben. Nächstes Mal hätte ich einfach wieder Wand. Super, super, super gut. Gehen wir mal davon aus, Mila würde den Sombrero tragen. Meinst du, da würde auch gefragt werden, na, hast du eine Fleck? Weiß ich nicht, kann die ja mal aufziehen. Was ist das belastend? Weißt du, die Leute kommen nur, wenn die was wollen. Warte mal ab, wenn wir eine Anzeige schalten, New Life und so. Ja. Und rufen sie an. Aber ich werde mir ihr Gesicht merken. Warum? Oha, ich habe Gehalt bekommen. 100 Dollar mehr. Die redet nicht mit mir. 100, hä, ich rede doch. Achso, die redet nicht mit dir. Ja. Das sind keine Freunde, das sind Freunde mehr. Nee. Du hast vorhin nur gesagt, du hast keine besten Freunde. Bitte nicht so schnell fahren. Ja, hab ich auch nicht. Seamaster, ich lese nicht. Der ist der Dings hier, wenn ich spiele. Aber hallo. Hallo an alle, die eingeschaltet haben. Ich habe ein Handy. Ich küsse eure Herzen. Jeder Mensch hat ein Handy. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich schon mal Gesundheit. Danke. Nee, die nicht. Okay. Oh. Ich habe keinen Würfel mehr. Warum nicht? Du hast doch gerade gewürfelt. Ja. Lass mal so richtig tiefgründige Gespräche anfangen. Okay. Guck mal, stell dir vor, ein V und ein Mann sind zusammen. Ja. Und die sind vegan. Yes. Und der Mann zum Beispiel gibt das Mädchen Fremd. Sie. Mit jemand, der nicht. Nein, du meinst, die Frau geht dem Mann fremd. Ja, oder so. Ja. Mir auch egal. Oh, und aber mit jemandem, der Fleisch isst. Ist man dann doppelt sauer? Was? Ist man dann mehr so, als wenn es jemand wäre, der vegan ist? Weiß ich nicht. Warum? Weil man mag ja dann nicht. Man mag ja dann nicht falsch und dann, oder Falschesser und dann hilft dein Partner auch noch auszusehen mit jemandem, der falsch ist. Weißt du, was ich mich frage? Was denn? Sind die Haustiere von Veganer auch Veganer? Manche machen das, ja. Echt jetzt? Aber Tierquälerei. Ja, Tatsache machen das viele, ja. Aber das ist doch Tierquälerei, oder nicht? Ja. Ja. Brauchen hier Essen. Kommt drauf an, also viele erziehen ihre Hunde so, also ich, ne? Okay, wenn ein veganes Ehepaar ein Kind hat, kriegt er dann von klein auf schon vegane Kost? Ja, auch das machen viele. Ist das okay? Das Ding ist halt, im Endeffekt lässt du ja, ne, dein Kind, was so, ne, nicht selber entscheiden drüber, ne? Boah, Muffin, das war die intelligenteste Aussage, die ich in meinem Leben gehört habe. Ja, im Prinzip lässt... Muffin, Junge. Das ist halt... Bei dir kickt es richtig, Alter. Das ist halt wie wenn du dein Kind mit einer Religion nur großziehst und nicht sagst, guck, es gibt noch so viele andere. Wenn du nicht willst, dass wir über rechts pushen, ja? Oh, dann gibst du nicht nochmal meine Nummer einfach weiter. Das ist nicht mal das, krieg ich mit, Alter. Du hast meine Nummer nicht weitergegeben. Mr. Anonymous, vielen lieben Dank für einen Dollar für die Tingepäckchenkasse. Okay, warte mal kurz. Dankeschön. Und Marlboro, 2000, Dankeschön für... Aufgerundet 4 Dollar für die Tinge. Ist seriös, aber sie geht meine Nummer schon rum. Danke. Von wem? Wegen was? Ja. Hallo, meine Freunde. Und wie geht's dir? Die Maxis haben von irgendwoher meine Nummer. Oder ich weiß nicht, von wem sie die haben, weil bei denen, das wo Auto? Ich gedacht habe, keine Ahnung. Von denen ist es nicht. Achso, Güffi, ich hab dein Auto hingestellt. Der ist kurz weggerannt. Keine Ahnung, wo der bleibt. Ja. Ich glaube, der ist zu Olga gelaufen, das kann dauern. Da war eine lange Schlange. Verdammt lange Schlange. Da darf man auch schon wieder nicht rein. Ja, der Security mit Schlagstock hat mich am Anfang gefragt, ich brauche hier einen Ausweis. Okay. Und dann wusste ich gar nicht, ob ich jetzt angemeldet bin oder nicht. War ich anscheinend. Jetzt wird man schon mal von einem Security nach seinem Gesundheitsstand gefragt. Ich hatte Angst, dass er mir jede Sekunde den Schlagstock über den Kopf zieht.
Der Junge aber macht der doch hat, eine Aber ich glaube, der, so, glaub, der hatte so ein bisschen Angst, wo er mit mir geredet hat. Du hast nämlich die ganze Zeit seine Zähne so, so klappern hören. Da wurde wieder das Razer-Handy ausgepackt. Mit der Gaming-Tastatur. Ja. Und RGB, Junge. Ja, was sollen wir machen? Was ja, wollten die denn jetzt von dir, Muffin? Ach, das war jetzt so der mich hier den ersten Tag so ein bisschen rumgeführt hat. Inner vom Lost. Ja, du. Aua! Junge, einfach so random, Alter. Warum haust du den denn? Warum nicht? Magst du den Muffin nicht? Was ist denn eigentlich aus dem Krankenhaus geworden? Stadtpark 2.0? Junge, unnormal, was da drin los ist. Alle laufen mit Taser, Schlagstück da drin rum. Ja, lass mal ein paar Wochen nicht draußen, Alter, und schon geht dir die Post ab. Ja. Ja, können los. Vergehen ohne Giffy, wer braucht denn schon? Ja, scheiß auf den. Ja, dann komm. Ja. Ich glaub, da ist er doch, oder? Ja. Und. Ist er das? Ja. 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 Ah. Ja. Aber wohin des Weges, Mann? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich wollte das nicht. Ja. Das ist halt. Ne. Jetzt rennt er da. Giffy, komm. Wir hauen wieder fertig. Ab. Okay. Ich weiß nur nicht wohin. Goldies. Ach jo. Hätte ja sein können. Als doch Import-Export. Oh, und jetzt ab nach Cody's. Tür zu. Ach ja. Wir erleben so viele Abenteuer. Das ist. Das ist ja gar nicht, ey. Unternimm doch was. Ja, aber ich bin so einfallslos. Ja, da bist du nicht der Einzige hier. Ich wäre für ein Schnitzeljagd. Aber ich habe schon gegessen. Das geht nicht ums Essen. Sondern? Du suchst ein Geheimnis. Welches Geheimnis? Ja, das ist hier noch geheim. Ah. Jemand weiß das Geheimnis und der hat es versteckt. Und du musst es finden. Ich verstehe. Hi. Ja. Hallo. Oder? Und dann, musst du, also, du kriegst Hinweise für das Geheimnis, wo das sein kann. Ja, dann gib mir den ersten Hinweis. Ja, aber ich habe ja noch gar kein Geheimnis. Die Hände nach oben. Du darfst zuerst. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Nimm die Angler von oben. Mit meinem langen Fingernagel. Wie anders? Hände hinter den Kopf. Was hast du gerade zu meiner Torte gesagt, Bitch? Was? Ja. Was hast du gesagt? Welche Torte? Hast du mich Bitch genannt? Nein, du heißt Selina. Ja. Nein, Mila. Was hier los? Halt's Maul, geh weg. Kern hier. Was hat Ronny schon wieder angestellt? Gar nichts. Geklaut hat er, geklaut. Cola dazu. Hab ich gar nicht. Ronny, entschuldige dich bei der netten Dame. Was? Entschuldige dich. Einfach nur leid, dass ich dich Lina genannt habe. Den Tinkerbäckchen. Ja, mein Name ist nämlich Lina. Was geht ab? Siehst du, ist doch schon für alles gleich besser. Das war irgendwas anderes eigentlich. Manchmal kann der Ronny sich halt nicht richtig ausdrücken. Der lernt das aber. Ach so. Ja, Enttäuschung. Tinkerbäckchen, was noch? Ja, komm. 6 Tinkerbäckchen. Er hatte wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendwas und so. Es ist manchmal so. Aber du weißt schon, wenn ich dich hören kann. Ich hau dir gleich aufs Maul. Der Cody, der Mitarbeiter des Monats, ist zurück. Ich bin
Mitarbeiter des Monats. Alles klar, Ronny. Und wenn du irgendwas ist, melde dich einfach bei mir oder so. Ja. Hau rein. Okay. Wo ist denn dein Armband? Welche Hölle war das? Ja. Ich wurde gestern hochgenommen von bestellen. Du Gangstern. Du möchtest bestellen. Die hat geklaut. Ja. Die haben mir das geklaut. Ich möchte dreimal ein Quarkwappen-Eis. Die haben mir mein Dings geklaut. Das wollte ich heute machen. Warum tut Pinsel dir leid? Danke. Weiß nicht. Aber die haben mir ein Bein geschossen. Na? Was, drei Erdbeerschicks? Ja. Erdbeerschicks, ja. Danke. Stell mal für mich mit, Mila, ich geh kurz pissen. Danke, aber das sind nicht meine, die sind von meinem Bruder. Auch. Extra Kalkwa. Ich kann dem Pinsel nicht helfen, ich kenne ihn leider mit Curtis nicht und ich mag den mit Curtis so nicht. Das ist ein Nervensäge, ich wollte kurz vorlesen. Aber der Peanut wird ihm bestimmt helfen, wenn er das erfährt. Oh, ich bin der Mann vom Welt, ich setze mich hier hin zum Pinkel. Ich wollte kurz vorlesen, sonst habe ich wieder ganz blödes Gewissen. Ja, ja, lass das mal Twinkie klären, wenn die das hört. Kabara, ich habe halt sauer, ich kann nicht so reden. Tut mir leid. Cruzy, Dankeschön für den Prime-Sub im 42. Monat. Und Robin, Dankeschön für den Resub im 7. Und Tukulu. Recliff, Dankeschön für den Resub im 25. The Kerbix, Dankeschön für den Prime im 7. Mike Pierce, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. German Herzer, danke für den Resub im 18. Tag zusammen. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut und ich hoffe dir auch, Bruder. Zeuti, danke für den Prime im 23. Uwo. Aber Zeuti ist, glaube ich, schon gar nicht mehr hier. Und YOLO ist Luis, Dankeschön für den Prime im 7. ZZZ, MC ZZZ, Dankeschön für den Resub im 8. Captain Germany, Dankeschön für den Prime im 10. Selber Dublo, was geht ab Tabasco? Na, Katze, runter, weg. Husch, 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 husch. Daniel West, Dankeschön für den Prime im 3. Pentagon, danke für den Resub im 26. Ned Rum, Dankeschön für den Resub im 4. Und Elixir, danke für den Prime im 5. Husch Kusch. Und Dominic Griffin, danke für den Prime im 14. Und Lurch und so hatten wir schon, ja? Ja, hatten wir. Dankeschön. Pinsel muss dir nicht leid tun, er hat den Faustdick hinter den Ohren, glaub mal. Da bin ich mal gespannt, wie der uns das erzählen wird. Ach ja, da war ja Teil des Fixes. Hast du für mich mitbestellt, Mila? Nee. Ja. Hab ich nicht gehört. Das Haus, danke. Ich hab natürlich. Warte, du kriegst ja Trinkgeld. Was krieg ich? Hier. Nimm, das ist ein echter. Capera, ich hab das schon oft im RP gemacht, normal gesprochen. Ich setz mich jetzt. Einmal. Warte, warte, warte. Zweimal. So. Dankeschön. Ja, aber ich will dir nicht auf die Teile. Darf ich mich zu dir setzen? Ja. Voll nett von dir, danke. So kuschelig hier. Ja, ne? Guck mal, ich hab Brüste. Was, Brüste? Ja. Warum hast du Brüste? Jetzt habe ich welche. Super nice. Ich fühle mich voll hübsch auf einmal. Darf ich anfassen? Nein. Okay. Das sind meine Bürste. Ach, Curtis, das ist meine Menschen. Bürste. Meine Bürste. Nur ich darf anfassen. Darf ich striegeln? Nein, Ruhe. Ruhe. Warum steht hier ein Typ, der vollgepisst ist? Bist du fertig? Weiß ich nicht. Der sollte seine Klamotten vielleicht machen. Tut mir leid, okay? Was guckst du so, alter Mann? Was hast du gesagt? Warum hast du Klamotten an, die vollgepisst sind? Sind nicht vollgepisst, es ist Dreck vom Feld. Ach so, was auf dem Erdbeerfeld? Ja, hab da einen umgeschubst. Der war frech. Er hustet mir gesagt. So. Dann hast du das gut gemacht. Ja, der hat gesagt, ich stinke nach Scheiße. Dann hab ich ihm eine vor die 12 gehauen. Ich glaub, der liegt da immer noch. Was hat er gesagt?
Ich habe das ich glaub, nicht vorgestellt. Ich glaube, er hat gelogen. Ich glaube nicht, dass du einen Scheiß stinkst. Nee. Also ich rieche zumindest nichts. Ich rieche auch. Und für die ganz harten Fälle nehme ich dann meinen Meinungsverstärker. Ja. Ja. Du solltest dir vielleicht mal Teppichreiniger kaufen und dich damit einsprühen. Ja, vielleicht. Ja. Ich mache dann $150. Oh mein Gott. John, hast du jetzt was bestellt? Ja, Chicken Nuggets. Hast du schon gekriegt? Ja. Hast du schon bestellt? Ich gerne nicht ihre Anwesenheit genieße, die Herren. Ich muss dann auch wieder weiter. Ja, danke schön. Machen Sie es gut, der Herr. Schönen Abend noch. Also. Oh mein Gott. Und der schleppt seinen Sohn hier mit rum. Mach bloß was aus deinem Leben, Junge. Hast du gehört, wie der geschmunzelt hat? Der, so, ja. Der wollte eigentlich loslachen. Aber nett sind's ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, er wollte dich hauen. Ach, Quatsch. Den haben sie dein Armband abgezogen. Der war eine Geisel, hast du gehört? Ja, ja, ja. Ich will das Armband haben. Müsst du bei dem Frank mal fragen, ob der das verkauft? Ich will auch ein Armband. Du willst auch eine Armband? Ja. Die sind aber super selten. Super, super ich selten. Ich bin auch super selten. Mich gibt's nur einmal auf dieser Welt. Meinst du? Glück. Ja, die anderen Bitches sind Copycats. Das habe ich gelernt. Das fühle ich deine Aussage, was du sagst. Ich kenne das. Giffy, warst du nicht letztens bei den Dings? Ja. Was haben die gesagt? Also wir haben anscheinend 11 Brüder, Curtis. Was haben wir? 11 Brüder. Wie? Nur 11 Brüder haben wir noch, Brüder und Schwestern. Mit Kusch-Nachname. Ja, 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 ja. Uns ausgelassen, ne? Mit uns sind es irgendwie 18 oder so. Hunger, mein Hunger. Was? Die kommen auch. Ich kann dir nicht ins Gesicht gucken. Hunger, mein Hunger. Deine Zunge, ja. Die kommen auch. Sieht, ob die komisch aussieht. Oder wie, oder was? Er kommt einfach mal. Ja, ist alles normal. Du hast aber eine Mondzunge. Aber ja. Jawohl. Da sind so Risse drin. Gar nicht. Doch, wie der Jack. Ja. Die Risse sind bei mir woanders. Wenn du beim Jack in den Hals guckst, dann greift da so ein Ding, so ein Klumpen. So eine klumpige Klumphand so aus dem Hals raus, die nach oben will. Ich will heute keine Horrorgeschichten hören. Mann, ich hab so Spaß. Ey, Muffin! Ja. Der Cody wollte so eine Kassenbon haben für seine Schuhe, ne? Sollen wir das mal anfertigen, falls das Leute verlangen? Ohne das selber zu kommunizieren? Ja, ich hab da vielleicht einen, der uns was da machen kann. Der Wer denn O'Brien? Ach, der Spinner. Oh, ich kann das machen. Ich habe heute das erste Mal nur einmal über den Stich gemacht. Ey, warte, dein Kumpel ist doch so ein Künstler, der malt doch Bilder. Ja. Wo ist denn der hin? Okay, dann ruf ja, ich wer den denn? An. Willst du das machen? Ich hab. Ne, der Giffy kann auch Bilder malen. Meinst du? Sack. Bin reich. Hast Gehalt bekommen? Für gestern. Boah, willst du das echt zum ersten Zertifikat Place machen? Place danke schön für den Prime im 8. Monat. Und mit Kassenbon. Und Sneaky Cute, danke schön für den Prime. Ja, Produkt gekauft. Willst du für uns arbeiten? Nein, dann mach du das doch, Mann. Du musst so was machen halt. Ich darf nicht. Ich darf nur Molle sein. Du brauchst Geld? Aber du verdienst nichts. It's only game. Nee, ich meine bei uns halt. Warte, Lieselotte, danke schön für die Prime 2. Du kriegst kein Geld. Von uns. Ja. Doch, aber du der kannst kriegt ja trotzdem $200. Arbeiten. Boah, okay, du kriegst $200. Machst du? Klar macht er das. Ja, okay. Du musst so. Wir brauchen jemanden, der malt einen Nachweis für unsere Klamotten. Sowas wie eine Rechnung. Er ist einfach verplatzt. Eine Rechnung, ja. Ich darf das nicht machen, obwohl ich heute nur einmal über den Stich gemacht habe. Nee, das ist der Harald, der spielt da. Das ist kein Mädchen.
Mila ist eigentlich aber ich ein darf Typ. Das nicht machen. Shit. Oh mein Gott, mein Gehirn. Alles enttäuscht mich nur noch. Mr. Anonymous, vielen lieben Dank für 420 Dollar. Für die Tinkepäckchen-Gasse. Dankeschön, Chat. Aber egal, willst du? Ist Voice Changer, ja. Ja, nicht jetzt, ne? Nicht jetzt, wenn wir Aufträge haben. Doch, der kann dir eine Rechnung malen. Ja, der soll mal eine Vorlage machen. Mach mal eine Vorlage. Warte. Ich hab mir irgendwas Nein, Bruder, wir verarschen dich nur, Alter. Warten das ist ein Mädchen. Der soll mal Please eine no Rechnung machen. Mila ist echt ein Mädchen. Tabasco Dude, vielen lieben Dank für Fortnite. Denke Schnürsenke machen. Mach eine Rechnung. Hast du was zum Scheiben? Hallo, Enttäuschung. Okay, Alter. Pass auf. Von Johns pinke Schnürsenke musst du eine Rechnung machen? 300.000. 300.000 Dollar. Cody, ich brauch dich, wo bist du? Hey. Jordans hey. Mit pinke Schnürsenke für 300.000 Dollar. Dollares. Was? Amigo. Keine Ahnung. Ei, ei, ei. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob noch was kommt, ne? Weil lass noch kurz. Ja, warten, aber dann ruf ihn an und nicht einfach nach hinten gehen. Oh, jetzt wird diskutiert mit mir. Wie heißt du? Alright. Wie heißt unser Laden? Hast du Ärger bekommen, weil du ins Büro wolltest? Hast du gedacht, du bist VIP, ne? Wo macht der da Faxen? Hey, wie heißt du unser Laden? Dem Brettchen zu gehen, dem unser Laden heißt Kika. Kika? Kika. Kika. Kika heißt unser Laden. Verkicker. Kika! Ja. Lass du mal. Ich hab das gehört, lass ne? du mal. Ich geb dir gar nicht einen Snickers, mein Freund. Bedroh dich mit Messer am Telefon. Setz dir deine Kehle auf, hörst du? Ich setze dir jetzt gleich deine Kehle auf. Red nicht so mit mir, du Fotze. Mila, Mila, sag ihm nicht rosa Jordan, sondern einfach Jordan 3. Du sollst nicht schreiben rosa Jordan, sondern Jordan 3. Buchstabier mal bitte Jordan. Wie schreibt man denn Jordan? Ja, wie den Name. Jordan. Also, Jordan. Jordan wird J. J. O. R. A. Nein, ja. R. Nee, nicht, R. nicht A. R. Hör mir doch zu. R. Also J. O. R. D. D. A. A. N. 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 S. S. Und S. Eigentlich S. Genau. Nein, nein, das pinke Schnürsenke lässt du weg. Schreib's einfach nur Dai. Dai. Dai, wie die Zahl? Für 300.000. Nein. Nee? Eine 3 steht für das Modell 3. Ja. Aber auf die Rechnung kommt 300.000. Auf die Rechnung kommt 300.000. Wir sind aber der Einser-Jones-Meister. Ja, aber das ist ein dritten Schuhkarton, du Idiot. Okay, Aska, hast du alles aufgeschrieben? Will ich alles haben, ne? ASAP. Sag dem ASAP Rocky heute noch. Ich soll sagen, heute noch am besten. ASAP Rocky. Yalla, yalla. ASAP Rocky. Hast du gehört, mein Freund? Ja? Ja, und wann ist fertig? Ja, okay. As fast as possible, Rocky. Rocky.
Oh Mann, ey. Was mach ich hier? As fast as possible, Rocky. Okay, ich wünsch dir was. Hau rein, Homie. Ja. Und? Ja, macht der. Heute noch? Der muss noch irgendwas machen, dann setzt er sich da dann. Dann sagt er Bescheid mir und dann soll ich drüber gucken. Okay. Mal gucken. Kickers? Ja, unser Laden heißt Kickers. Schneiderei Maxus. Maxus? Ja. Das ist vom Muffin, die Schneiderei. Oh, klingt nicht dumm, klingt nicht dumm. Wie klingt nicht voll dumm? Gut. Klingt nette Name. Welcher jetzt, Maxus oder Kicker? Als auch und wohl. Also. Ja. Machen wir? Ja. Wollen wir Verstecken spielen? Okay. Ich suche. Okay. Ja, versteck du dich suchst. Und wir suchen dich. Aber wir müssen alle verstecken. Nee, nur du. Ich suche dich. Ich zähle bis 10. Bis mach 10 Augen zu. Nur? Du ich mach Augen zu. Bis 20, okay? Okay. Los geht's. Junge. Du willst ja nicht suchen, oder? Nee. Ich hab das Gefühl, dass die beste Versteckspielerin, die es gibt. Bis, Oh Junge, wir haben so Langeweile, ne? Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht, es ist so dumm, dass wir die ganze Zeit sitzen, aber es ist irgendwie lustig. Da, nee, das ist nicht lustig, das ist traurig. Aber weißt du, was man derzeit schon alles hätte machen können? Ja, egal. Oh mein Gott, ich geh die mal kurz suchen. Hat Jenna den Jakob gemacht, ja? Raus. Vor irgendwas ist so langweilig. Versteckt die sich jetzt in ganz Los Santos oder nur hier? Ich wette, die ist auf dem Dach. Paleto in der Werkstatt, die der Edel damals nicht aufbekommen hat. Das, was Da Vinci sagt. Du musst mir einen Hinweis geben. Piep. Nein, einen Hinweis. Piep. Nein, nicht piep. Auf unser Grundstück. Okay. Hast du mich schon gesehen? Ich sehe nichts. Weil wenn ich nichts sehe, kannst du auch nichts sehen. Das habe ich als Kind auch immer gedacht. Du bist irre im Kopf, ne? Voll anstrengend. Piep. Du wolltest suchen? Ja. Du fändest mich eh nie, mein Versteck ist zu gut. Du bist bestimmt auf dem Dach geklettert. Glaubst
Weißt du das? Stimmt. Oh, was mache ich hier? Was zum Teufel mache ich hier? Ja, merke ich. Ich brauche einen Hinweis. Gib mal Hinweis. Piep. Hä? Gib nochmal Hinweis. Piep. Nochmal. Piep, piep. Du bist da oben auf dem Dach. Doch. Du bist da oben auf dem Dach. Bin ich nicht. Bin auf kein Dach. Aber hier kannst du auch nicht drin sein. Doch, kannst du. Gib mal Piepton. Gib Piepton. Zählt nicht. Du siehst mich. Ja, du kannst hier nicht sein. Hier kannst du auch nicht drin sein. Oh. Du hast einen Schlüssel? Ja. Ja? Ja. Kommst du bitte aus dem Grow Room raus? Ja. Ja. Ich hab dich gefunden, ne? Ja. Jetzt bist du dran, ne? Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Okay. Bis 20? Ne, nicht vom Laden aus. Im Laden musst du warten. Komm. Okay. Hä, seit wann hast du nun einen Schlüssel hierfür? Ja, da hab ich sofort bekommen. Hättest du mal abgeschlossen vor. Ich wollte abschießen, aber ging nicht. Ich konnte mal aufmachen. Von innen klemmt der Schlüssel. Du klemmst. Boah, dein Gesicht klemmt. Boah, lauf schneller. Ja. Okay, du zählst bis 20. Hast du Bock auf einen Playback-Auftritt? Oh, ja. Am Samstag? Samstag? Mhm. Darf ich? Hä? Ach so, jo. Ja. Was verdienst du? Du musst fragen, was du verdienst. Was verdiene ich? Was willst du haben? Nein, lass das meine Sorge sein als den Labelmanager. Der Güffi zieht dich ab, Mila. Nein. Ich will nicht abgezogen werden. Ich zieh dich nicht ab. Hör nicht auf Curtis. Auf wen soll die dann hören, wenn nicht auf mich? Ich glaube, wir müssen mal ins Büro gehen und uns unterhalten, Cody, wegen dem Preis von Mila. Das können wir alles transparent und öffentlich machen. Ja, okay, danach spielen wir weiter Verstecken. Was bist du bereit zu zahlen für meine Klientin? Für deine Künstlerin, nicht deine Klientin, du Idiot. Ach so, meine ich doch. Ich bin noch du musst doch so ein Angebot machen, was das kostet. Ich hab doch gefragt. Ja, sag, wie lange geht der Abend ungefähr? The Songs Witz, ich hab drei. Ja, dann nehmen wir alle drei. Okay. Alle drei, okay. Alle drei Songs. Alle drei. Da gibt es dann schon Massenrabatt, oder? Ich bin echt Cass Beat und Fame. Ja, 40.000 für den Abend. Du kannst mich auch noch runterhandeln. Ich habe nur noch angesetzt, dass wir handeln können. Okay. Das ist ja dumm. Mila, willst du Geld oder gibt es irgendwas anderes, was du willst? Sag Geld. Nur Kaulquappen im Vorrat. Überleg dir das mal. Oh.
Eine Badewanne voll Kaulquappen-Eis. Oh. Die haben wir zu Hause. Mann. Mit dem ganzen Geld kannst du dir auch Kaulquappen-Eis kaufen, Mila. Sei nicht dumm. Oh, ja, aber wo? Stimmt. So. Oh. Ich will Geld! Okay. Wie gesagt, 40.000 ist mein Angebot. Gigi? Was ist denn Samstags Party oder was? Dann machen wir Pre-Opening. Das Pre-Opening von der Halle. Okay, ich kann euch was sagen. So ein Probeabend, ne? Macht ihr mit Stripperin? Ich bin halt alles schon geplant. Und wie viele? So, ne? Sag das so 40 mal Platin. Zwei Stück jetzt erstmal. Ich bin 40 also mal Partien gegangen und darum erwarte ich für meinen zweiten Auftritt bei euch mache ich euch ein Angebot. Ich will Hallo, mindestens Mr. Russland. Für einen Song 5.000 Hallo? Haben. Nein, nein, das ist kein nein, ich hab doch gesagt 40.000 Meter. Hallo. Ah, hallo. Mr. Russland, hallo. Was geht ab? Okay. Ich hab mich ja ewig nicht gehört. Dann ich dich auch nicht. Mal unsere Sorge sein. Ja, Juri sagte gerade, du verkaufst Dinge. Was verkaufe ich? Irgendwie Schuhe oder so. Da haben wir keine mehr auf Lager gerade. Der Cookie hat die letzten bekommen gestern. Ich dämliche Arsch. Sonst hast du nichts mehr da? Nee, komplett leer. Schade. Meldest du dich, wenn du mal wieder was auf Lager hast? Ja, wir schalten nächste Mal, wenn wir was bekommen, auf Ulife frei. Ah, perfekt, super. Also immer Ulife im Auge behalten. Jojo, alles klar. Ich danke dir. Okay. Ciao, ciao. Tup. Okay, der Bubba. Das ist auf einmal Elite geworden. Was laberst du, Junge? Was ist jetzt mit Verstecken? Komm, Mila. Warte, machen wir gleich weiter. Ich muss mich besprechen. Boah, Junge. Verstecken. Ach, ihr wollt das Samstag schon machen? Machen wir so eine kleine Probeveranstaltung. Okay. Was Kleines mit 8 Kämpfern. Genau. Müssen wir noch gucken, was wir kann ich dir ja mal zeigen, wenn es dich interessiert. So ein. Wie die Seite habe ich schon gesehen. Nee, was wir geplant haben. So ein kleines Fetzen Papier. Wo ist denn das? Ich weiß nicht, wir haben heute so viel aufgeschrieben. Ja, das stimmt, ey. Holt ihr da Leute ran? Oder sollen die sich bewerben oder so ein Shit? Die können hier in den Laden kommen, immer zu den Öffnungszeiten und sich ein Ticket kaufen als Teilnehmer. Du verkündest unser. Okay. Der Herr Giffingsten, der sagt jetzt Angebot. Genau, Cody, hör zu. Okay. Wir machen 5.000 pro Song für den Abend, was auf 15.000 kommt. Mhm. Plus Mila und ihre gesamten Freunde, also die, die hier sitzen, die kostenlose Verpflegung, wie du gesagt hast. Plus eine Mülltonne voll mit Slushy-Eis. Eine Mülltonne voll Slushy-Eis? Ja, ja. Mülltonnen saufen! Okay. Okay, und ihr könnt vor dem Auftritt in den Laden kommen und euch was zu essen abholen. Weil wir machen ja nicht das Catering bei der Veranstaltung. Okay. Aber ihr könnt vorher in den Laden kommen und für euch was holen. Das geht klar. Deal. Ja, dann ihr Handshake so, ne? Ja. Ich zähle, ja? Aber Mila, wenn du nicht kommst, dann ist das so Vertragsbruch und so, ne? Wann muss ich da sein? Wie spät? Das liest sich auf jeden Fall cool. Was machen wir? Du zählst bis 20, tschüss. Ja. Nö, ich bin nicht schlecht drauf. Ich meme nur rum, wenn ich sag, yo, super funny, lustig. Scheiße, wo verstecke ich mich? Okay, hier wird die uns nicht finden. Doch wird die bestimmt. Am Wiffpack 40k Trinker gegeben hat, bei dem Kuchenladen oder was? Mäuschen, du musst. Hä? Wow! Piep, piep, piep. Machen die denn bei uns? Oh, die klauen schon wieder. Ihr seid nicht das richtige Mäuschen. Oh,
Mäuschen, mach mal Piep. Mäuschen, mach Piep. Ich hab dich. Du hast geschummelt. Hab ich gar nicht. Du hast gefragt, ob die dir helfen können. Hab ich gehört. Die haben nicht geholfen. Schummlerin. Nein, die Schummlerin. Haben gar nicht geholfen. Was machen die hier? Der schreibt der jetzt den Rechnung. Was? Der malt die Rechnung. Was für eine Rechnung? Na, für unseren Laden. Ach so. Ja. Du hast geschummelt. Hab ich nicht. Doch, hast du wohl. Hab ich gar nicht. Ich hab genau gehört, wie du gesagt hast, könnt ihr mir helfen. Ja, du hast mich sofort gefunden. Die haben gesagt, entweder du hast geschummelt oder das Kästchen. Was soll dich? Ja, Kästchen. Kästchen? Du hast geschummelt. Nochmal neu. Boah, ich war einfach nur super. Ist doch klar, dass man sich hier gut verstecken kann. Du kannst dir nicht mal die Schuhe zubinden. Nochmal neu. Was? Was? Nochmal neu. Nochmal neu? Ja. Soll ich mich verstecken? Fuck. Versteck mich im Gebüsch. Juri, schnell Gulli machen, was geht ab, Dexus? Meine 50.000 Provision! Ey! Warum stehe ich auf? So. Wolverine, ich hab das Mainboard-Dings tauschen lassen, wie wir das besprochen hatten und so. Bei der einen Sache, die ich noch nicht preisgebe, hier veröffentliche. Aber hat alles funktioniert. Mal gucken, was man noch machen kann. Halbe Fortnite. Verstecken spielen im EP, by the way. Boah, das ist lange her auch mal. Ich wette, die sucht gar nicht. Du musst auf Piep machen. Piep. Ah. Piep. Gib mir einen Tipp. Piep. Okay, ich gebe den Tipp. Ich habe dich noch nicht gesehen. Okay. Aber ich kann dich riechen und deine Schweißfüße. Gar nicht wahr. Piep! Piep. Du wirst mich niemals finden. Jawohl, nee. Nämlich. Ohne ich Hilfe bin findest Profi. Du mich nicht. Du bist kein Profi. Ach ja. Du hast gerade geschummelt. Hab ich ja gar nicht. It's only game. Das ist doch ja wohl ein offensichtlich dummes Versteck gewesen. Du wirst mich niemals finden. Ach ja? Ich bin schon im Flieger, ich geh kurz Kippen holen. Okay, ich geb den Tipp, ich hab dich gesehen. Du hast mich gesehen? Ja. Siehst du mich jetzt? Mach Piep. Das sag ich dir nicht. Mach Piep. Das sag ich dir nicht. Mach Piep. Piep. Jetzt? Mach Piep. Piep. Laut. Piep. Laut. Piep. Wo bist du denn? Bist du auf ein Dach? Nee. Okay, weil das zählt auch nicht. Du wirst mich niemals finden. Wette doch.
ich hier drin? Aua! Oh, was denn? Bist du da drin? Aua, irgendwas haut mich. Wie? Wer haut dich? Hä, aber auch nur auf unser... Scheiße. Haut dich. Du schummelst. Gar nicht wahr. Doch. Ich will nicht mehr spielen, ich will im Kreis sitzen. Oh. Du hast geschummelt. Hab ich gar nicht. Hast du Dein wohl. Gelbes Schiff hat dich verarscht. Nee, du hast mich nur gefunden wegen Parfüm. Parfüm? Ja. Ich muss Samstag 23:30 muss ich auftreten. Ja, aber nur Playback. Playback. Dumme Kuh, ich hab Schummel. Dich gefunden. Du schummelst. Du schummelst. Du bist eine miese Schummlerin und du weißt du selber. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Hab dich fair und ehrlich hab ich dich gewonnen. Ich war im Gebüsch. Ja. Da kann man mich gar nicht finden. Aber dein buntes T-Shirt hat geguckt. Ja, voll bunt. Ja? Hä, hey, guck deine Schiff, die schickt mir ins Gesicht. Wenn du denkst, du warst versteckt, dann bist du ein dummer. Ich war Camouflage. Du gar nichts bist du. Wohl. Ich hab fair und ehrlich gewonnen. Ja, wie beim ersten Mal, ne? Ja. Hm. Hey, die konnten mir nicht sagen, wo du bist. Also ja, das war vielleicht nicht fair zu fangen, aber die konnten auch nicht helfen. Du bist eine Schummlerin und das weißt du selber. Boah, dein T-Shirt hat geguckt. Lass ja, mein T-Shirt hat geguckt, ne? Ja, von Busch. Kriegst gleich vom Busch. Das ganze Spiel kaputt gemacht. Hab ich gar nicht. So wohl. Komm, wir spielen, ich sehe was du nicht siehst. Ja, ich sehe was du nicht siehst und das schummelt. Du? Nee, du. Hä? Aber nein, das ist nicht richtig. Sag Wallah mit der Korani, du hast nicht geschummelt? Wallah hat nicht geschummelt. Okay, dann glaube ich dir. Keine Finger. Ja. Ich Mila schummelt. Ah, ist so gar nicht wahr. Zwei Vendana-Tops dann, ne? Die sich im Haus versteckt. Tanzen. Könnte man machen, ja. Was ist mit Vendana-Tops? Wenn wir zwei Stripperinnen ja, am Samstag für, haben, okay. Für das Boxen, das dass sie die drauf, zwei anziehen. Ja, aber die haben doch die Suits und so. Warum soll die so einen Vendana-Top anziehen? Ja, mit dem Vendana-Top einlaufen, anfangen, ausziehen, weg, also nicht wegwerfen, aber ausziehen. So, was drauf steht, ich hab mir Mühe gegeben. Und dann können die mit ihren... Gangster tanzen, weißt du? Mega, wenn Muffin das sagt, ja. Wenn die abhauen, damit bist okay. Du schuld. Ja, wenn wir abhauen, boah, dann ficken wir das. Das ist ein gutes Angebot, ne? 30% nur. Wenn die abhauen, dann... Sind das Jadis? Ist das der Retzmann? Ne, das sind zwei Jadis, ja. Aber nicht Retzmann? Wir sind 30% von 15.000. Ja, du warst mir auf dem Schoß. 15.000, die gehen komplett an dich und deine weiteren Einnahmen, was wir verdienen, da gehen 30% Der zieht dich ab, Mila, der zieht dich ab. 30% ist doch gar nichts. Klar, 30% voll viel, Junge. Boah, die kriegen 70%. Ja, und das ist voll wenig. Wenig. Die macht die ganze Arbeit, Mann. Die recordet die Songs, die geht ins Studio. Ja, und wenn die abgezogen wird, dann kümmere ich mich mit meinem Label darum. Ach so, wenn die abgezogen wird, welches Label denn? Ja, Giffy Schnorrer Records oder was? Warte doch, bis ein anderes Label aufmacht, dann kannst du dich dann ins Nest setzen. Warum bist du nicht so? Weil ich weiß, dass dich da triggert. Ich finde 30% ist fair. 30% ist fair, aber ich muss auch noch was an Curtis abdrücken. Eben, ich krieg auch schon 50%. Der zieht dich über den Tisch. Voll nicht, das ist Dings, Beziehungsrahmenvereinbarung. Boah. Diggi, wir kriegen... Vielleicht machst du mir... Güfi kriegt 10%, damit ist er zufrieden. Boah, was für 10%, was mit dir? Ja, dann mach ich dir ihr Manager, dann kriegt die 100%, was ist denn dazu? Tuning-Gutscheine. Du bist ein Arsch. Ja.
Volltuning halt, ne? Nee, nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie so Höhe X, Höhe du musst X, mich X, auch bewerben, ja, aber die Alis haben doch gar nichts mehr zu kamellen. Ja, das mach ich doch. Ja, wurde jetzt übernommen. Du das? Ich hab dich noch nicht über mich reden hören, wie toll ich bin. Ja, so. Ja, fang mal an, deiner Künstlerin Komplimente zu machen, Giffy. Du hast eine sag mal, wie schön ihr Bauchnabel ist. Der ist auch voll abgehoben, der Wichser. Ja, ich hab aber auch noch nicht gehört, wie du zu anderen gegangen bist und gesagt hast, yo. Frag den Cody. Toasties. Kass, ja, der Cody. Ja, du stehst aber noch nicht bei mir unter Vertrag, deswegen mache ich das nicht. Ja, ich muss... Hä, warum willst du dann 30%, wenn die noch nicht bei dir unter Vertrag steht? Dann hat die ja noch gar nichts unterschrieben. Ja, darum, ich nee, hab doch gar keinen Vertrag. Voller Abzieher. Ich hab den Vertrag auf Serviette gemalt. Immer Fenster auf im Auto, weil Mundgeruch, Junge. Halt's Maul. Ach, du bist ein dann gib mir die Serviette doch wieder. Okay. Nichts werde ich hier. Hä, dann mach dir doch einfach einen vernünftigen Vertrag. Du bist für ein mach mir einen vernünftigen Vertrag. Gönn doch ihr Hack. Giffy, willst du einen Job haben? Nein, ich hab doch. Nee, willst du für den Abend noch eine Tätigkeit haben? Das kannst als Stripper einspringen, als männlicher. Ja, Giffy, du tanzt doch so gerne. Kriegst du 10. Sagen wir 15.000. Boah. Wo muss ich tanzen? Im Cage oder ja, auf dem Tisch, je nachdem. So zwischen das ist doch voll was für dich, Giffy. So, hast du noch zwei Ladies neben dir? Vielleicht oder? Kriegst du ja auch ein schickes T-Shirt, was du dann ausziehen kannst. Ja. Du kriegst kein Jersey. Musst du mal im Klamottenladen suchen gehen, ob du was findest. Ja. Irgendwo von der Stange aus dem Karton. Findest du bestimmt was. Hast du noch zwei nette Damen neben dir? Nö. Nö. Nicht ärgern alle. Mach doch. Nö. Verdient Sommergeld. Oder Türsteher. Oder Türsteher, ja. Heute Abend? Nee, Samstag, Junge. Aber ist halt, ne, Türsteher halt, ne? Ist auch irgendwie langweilig. Also als Stripper sehe ich dich eher. Überleg mir das nochmal. Sag oder doch einfach, ja, das sind 15.000, Junge. Ja, für Zeitaufwand von, was, 30 Minuten? Ja, okay, mach wenn ich. Wenn überhaupt. Bin ich vielleicht, dabei. Vielleicht kriegen wir Dienstag und Mittwoch auch hin, neue Tracks zu machen für dich, Giffy. Und vielleicht sogar ein Feature mit OG Toasty. Das wäre auch fresh, so. Also das kriegen wir bestimmt hin. Also, Giffy, 15.000 für den ganzen Abend, ha? Ja, ist die halbe gut. Stunde, dachte ich. Ist weiß halt nicht, wie lange das dauert, so. Okay, ja, das bin ich bald halt. Zu unterschreiben. Immer mal zwischendrin ein bisschen Show machen. Genau. Okay, mache ich. Sieh dir auf jeden Fall was Schickes an, ne? Ich gehe in Unterhose. Dachte. Ja, was Schickes halt. Schön Haut zeigen. Nicht vollgekackt. Mit Crocs geht auch. Sind ja noch ein paar Löcher drin. Nö, der darf ich ja nicht tragen. Die sind ja von Curtis. Die gebe ich jetzt auf wieder. Komm, ich will die nicht mehr tragen. Kriegst du ruhig tragen? Ärgerst mich immer, wenn ich schnorre. Mach doch einfach vernünftige Verträge, Junge. Ja, 10% habe ich jetzt. Ja, ist doch gut. Wenn du sagst, das ist zu viel, dann trete ich dir mit einem Krok überleg ins Gesicht. Mal, du kriegst einen Deal, wo ihr 1 Million verdient für einen Auftritt. Dann kriegst du 10% ja, davon die ab. Die von dieser Lotterie sind dabei. Schon, ja. Die überlegen sich ein Konzept für Sportwetten und machen das dann. Ja. Unterschreib auf der Serviette und gib dir den wieder zurück. Zugesagt. Soll ich mit Uchi Tusi oder mit Mila? Das ist dir überlassen. Ja. Yeah. Künstlerische Freiheit und so. Denk dran, du wirst doch nur bei 10% beteiligt für Merchandise und so von der, ne? Also wenn Mila Stinkesocken verkauft oder so, wirst du Multimillionär. Boah. Können wir die verkaufen? Von allem also 10%. Also jemand aus dem Park hat mal Jenners Schuhe für $20.000 gekauft. Hier, ja, Cody, ich habe auch noch eine Serviette für dich. Komm, kurz Schritt mit zur Seite. Na easy. Naja, mal Miracoli voll abfuck, Alter, schmeckt gar nichts. Hat mal besser geschmeckt, seitdem die den Käse da rausgenommen haben, ist voll abgeschmeckt. Und Capera, Dankeschön für den Prime im 7. Ich bleibe auch noch weiter 7 Monate und dann nochmal 7 Monate und so weiter. Dankeschön. Und ich rede gerade nicht, wie Kurt so den Hals kratzt, wenn ich das mache. Nee, Miracoli war mal besser, man. Die neue Rezept-Dings ist scheiße. Also Real Talk. Oh, ist das spannend. Ja, ein bisschen Erdbeerfeld-Action, ja? Die haben mal das Rezept geändert, die Schweine. Im Kreis stehen. Geduckt, Erdbeer pflücken. Ich will spielen. Kannst du auch machen. Shapes, meinst du mit dem Dings, Label-Ding? Hat der schon auf Homestead versucht, ne? Why not? Ja, Masahiro ist auch so. Ich hab irgendwie Bock zu arbeiten. Was willst du denn arbeiten? Ja, mit dem Katalog schön. Und so.
So. Habt ihr schon mit YouLife gesprochen? Nee, nee, das machen wir, wenn wir die nächste Lieferung irgendwann mal haben. Damit wir mehr zum Anbieten. Guten Service, wenn es um Website geht. Uhrzeit? Website. Achso, Website. Okay. Wenn nichts machen, zahlst du halt deine Summe und gut ist. Wie viel denn? Weiß ich nicht. Ich hab das selber noch nicht beansprucht. Aber das ist halt. Ja, aber dieses Baukastending, was die benutzt, können wir selber benutzen. Außerdem können wir das selber gestalten dann auch. Ja, ja. Könnt ihr auch machen, ne? Homepage, die für das Cube gemacht haben, ist schon ganz nice. Ist halt Zeitaufwand, ne? Givi und ich sind jetzt Popelbrüder. Popelbrüder? Ja, ich habe meinen Popel auf den Vertrag geklebt und er hat seinen daneben gemacht. Ist das ekelhaft, aber irgendwie macht mich das an. Ah, Junge. Ja, Givi, musst du auch mal durchziehen mit deinem Label-Ding da, ja, Alter. Wo ist denn die Scheiße? Ich habe jetzt meinen ersten Künstler. Ja. Da müsst ihr Dienstag, Mittwoch mal ein paar Tracks rausballern. Da müsst ihr mal Mixtape fertig machen. Ja, auf geht's. Ich bin dabei, yo. Aber auf ganz schnelle Pommes, Junge. Das sag ich dir aber. Aber Elsebrocker. Ja. Wir machen so richtig Underground-mäßig. So scheiß auf Mische, alles. Einfach raw. Raw. Genau. Willst du mal die Serviette sehen mit dem Vertrag? Nee. Ich will mir den Popel nicht reinziehen. Hast du gefunden? Oha, könntest die Dinge finden. Könntest die Webseite vom Cube ist echt gut, ne? Schick mal Bluetooth. Also, ja, kommt drauf an, wie teuer das ist, wenn die eine Million dafür wollen, sondern die sich. Nein, aber ich wollte gerade sagen, wenn ich da einen vernünftigen, soliden Preis habe hier, dann bezahle ich lieber das. Und die Toast, die hier, Zeit, was kann ich tun? Eine Lego-Insel bauen oder so. Ja, aber wer updatet die dann? Wir oder das sie? Ist, das wollen wir erklären. Das ja, und das ist die Kacke, da müssen wir immer mit denen links. Das ist das Problem. Onkel Jack. Oh mein Gott. Hallo? Ja. Jack, welche Farbe haben Jordan Dye? Enttäuschung. Pink. Pinke Schnürsenkel. Pinke Schnürsenkel. Also schwarz-weiß mit pinke Schnürsenkel. Nein? Die sind braun-weiß. Die sind guck braun-weiß. Doch, was wir anhaben. Ja, Nee, im Dunkeln sind die aber schwarz. Mama. Ja. Okay. Mach einfach ein Normando. Kannst du auch einfach anrufen. Ja gut, lass doch mal gleich da hingehen. Haben die heute auf? Ich weiß nicht, wo die sind. Ja. Ja, doch, Life Invader. Ja, dann lass hinfahren. Machst du ein Schwarz? Ach so, jetzt, ja. Ich werde vorher anrufen und fragen, ob die da sind. Ja, wir sind mobile Leute. Lass einfach kurz vorbeifahren. Ja, ja, okay. Mach das. Komm, bis später. Falls sie nicht da sind, ruf dann an, ne? Ja. Hab die Nummer vom Chef, falls ihr wollt. Später! Hast du verstanden? Guten Abend. Ja, ein Kassenbon. Ja, warum willst du den Schuh dann mal? Da vorne. Ja, aber wir sind wieder mit 5 Leute, ne? Ja, ich hab den Stimmkrieger. Ich fahr mit dem Krieger mit. Die Farbe von Schiff für den Schuh? Nee, ich glaub, die Shift soll einfach nur schwarz, oder? Der soll eine Rechnung machen. Du sollst einfach eine Rechnung machen. Einfach, soll ich den Schuh malen? Nee, die Shift wollte er machen in Farbe von schwarz. Schuh. Nee, einfach schwarz sollst du die machen. Ja, wohin dann malst du Wälder, drüber. Ne? Ja. Oder hast du keinen Radizefummel? Von... Oder mach halt neu, ne? Okay. Ja. Bis dann, enttäusch mich nicht nochmal. Oh je. Wohin fahren wir? Life Invader. Life Invader. Ich will Pudding essen. Pudding? Ja. Ich auch. Oder
Oder Vanilleeis mit Fische Erdbeersoße. Mit Fische? Mit Fische Erdbeersoße. Die ist lecker. Du hast selber gemacht. Ich glaube, hier ist keiner. Aber da stehen noch Autos. Oder ich kenne die ganze Map. Ich glaube, da ist keiner, ne? Ich sehe da keinen. Warte, ruf mal Jiggy an. Boah, hab ich schon. Ich hab die Nummer nicht gespeichert, glaube ich. Und ruf 257 oder so Cody an. Ja, hier ist der Jack. Hör mal. Ich brauchte. Der Jiggy brauche ich. Hui! Da sind doch welche! Ja, ist alles gut. Ist tschüss. Die Leitsche ist auch besetzt. Komm, wir halten. Excuse-moi, die Herren und die Dame. Mach die Tür zu! Hat doch. Tut mir leid, aber ja. Gut, dann bedanke ich mich. Was? Die arbeiten nicht hier. Hätten wir vorher sehen können. Wo ist denn der? Ist da keiner drin? Ich hab die Leitstellennummer. Ist klingelt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir stehen vor ihrem ihrer Etablissement. Immobilie und hätten ein paar Fragen. Locke Irren, Bruder, komm mal her. Das Salabe, der Minde Quest deine Familie Irren. Komm mal her, Bruder. Alles klar. Bis gleich. Perfekt. Abo. Abo, Digga. Abo. Ist das die Irren, oder? Weiß ich nicht. Life Invader ist nicht da. Warum? Wo ist der? Ist das der O'Brien? Nee, ist nicht der O'Brien. Bist du wieder Life mit einem anderen Typ unterwegs? Ja, krieg mal anrufen. Life Invader kommt jetzt. Anrufen. Dann kann ich ja hier bleiben. Okay. Geht nicht dran. Hast du nicht gehabt. Hallo, haben wir gar gesprochen? Perfekt. Ja. Aber was soll das eigentlich heißen? Was? Göttis. Kassina. Kassina. Hä? Was? Ja. Hi. Hadi, hallo. Ah. Na? Oh, also, wir haben eine Frage. Und zwar, wir haben gehört, sie machen auch Webseiten. Und das ist so korrekt. Costa okay. Quanta. Por favor, no shitting in the yard. Ja, Website, ganz kurz nachschauen lassen. Ja, dafür so eine Website zu kreieren, also inklusive Landingpage und 5 Sektionen, sind wir so bei 350.000. Bei extra Wünschen, insofern die überhaupt umsetzbar sind, dann halt gegebenenfalls mehr, aber erstmal primär 350.000. Und dann kommt quasi das Hosting dazu, weil das ja über unsere Domain läuft, über die ulife.app. Das wären jährlich 50.000 dann nochmal. Also quasi immer okay. Pro Jahr 50.000. Folgendes Problem. Wir wollen dort eine Fotogalerie machen mit unseren Klamotten. Wir haben ein eigenes Modelabel. Modelabel. Okay. Das heißt, unsere Klamotten müssten da gepostet werden und das Thema ist, dass wir immer neue Klamotten bekommen und die müssten die Möglichkeit haben, da das immer up-to-date zu halten. Oh, heißt okay. Es dann, wir müssten jedes Mal bei ihnen die neuen Fotos einreichen und müssen dann eine Woche warten, bis die da sind oder wie läuft das ab? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da ich diese Website nicht selbst programmiere, ich müsste den fragen, der sie programmiert, ob man das so gestalten kann, dass ihr die selbst über einen Zugang einfach hinzufügen könnt und dadurch quasi die Galerie sozusagen einfach immer erweitert. Ja, müsste ich mit ihm besprechen. Okay. Also klar, im Notfall, die Variante, die immer geht, ist natürlich, dass wir das irgendwie bekommen, aber ich sage auch, dass es dann natürlich für uns ein Riesenaufwand ist, jedes Mal, wenn ihr neue Klamotten habt, die quasi dann wieder einzustellen. Deswegen wäre es natürlich wahrscheinlich am einfachsten, wenn man das so regeln könnte, dass ihr Zugriff drauf habt und das dann Stück für Stück immer mehr hochladet. Genau. Wie gesagt, müsste ich aber abklären, ob das überhaupt realisierbar ist.
Gut, das heißt, die klären das und dann würden sie schon mal bei mir melden. Haben Sie mal eine Telefonnummer für mich? Dann würde ich mir das schon mal aufschreiben. Mit der wir gerade telefoniert haben am besten. Ach ja, stimmt, perfekt. Die sollte ja hier im Verlauf irgendwo rumhängen. Dann schreibe ich mir die nämlich schon mal auf. Und dann würde ich das nochmal abklären und würde sie entweder heute Abend oder die Tage mal zurückrufen. Rufen Sie mich eher die Tage zurück. Okay, perfekt. Das kriegt man so hin. Machen wir so. Super. Ich bedanke mich. Okay. Sehr gern. Sonst noch was, oder? Nee. Das war's. Dann alles die klar. Dreckigen CTF-Regel. Auch ein Alter. Jo. Gut. Voll teuer. Geht voll klar. Ah, also, voll teuer. Das ist nix. Hä, das mach ich selber. Warte ab. Ich bin selbst der Hackermann. Ich mach das Dienstag. Warum lachen Sie? Ja, okay. Ja, wie? Das ist doch nur Baukastenkack. Ja, Baukasten? Hat nein, den, die haben keinen Baukasten. Wer? Das von denen ist kein Baukasten. Lass das doch einfach wie der Jiggy machen. Ja, das ist halt easy und sieht rotzer aus. Warum sieht der trotzer aus? Weil das hingeklatschte Kacke ist. Für super da sweet. Da geht das dann, wenn, bevor wir das mit Baukasten machen. Was ist mit dem? Bevor Alter. Wir Baukasten machen. Das kickt einfach bei denen, ne? Ja. Bevor wir Baukasten machen, geht dann wieder mein Computerherz auf und ich mach die Scheiße eh selber. Ja, dann mach selber. Ich spare mal Geld. 350, ja, Junge, das sind ein paar Schuhe, Alter. Pff, machen wir für eine Firmenkasse, bezahlen wir das. Hm. Ich finde, sowas kann man auch gerne mal fördern, wenn ja, Leute aber, sich dann ja, so. Aber ja. Nur, wenn der so ein Login hat, dann ja, wenn wir selbst ja, Dinger ja, hochmachen. Ja. Ja, genau. Dann meinetwegen auch für eine halbe, wenn Muffin da oder sogar für eine ganze. Ja. Gut. Sowas kann man fördern. Okay. Genau, darum geht es. Wir haben irgendeinen verloren, mir fehlt. Habt ihr das bei Dingens gesehen? Bei deren Homepage, bei YouLife, ist auch voll geil. Du hast oben steht Leitstelle besetzt, wird extra angezeigt mit Nummer und Name sogar. Das ist cool. Richtig gut gemacht. Aber ich glaube, das müssen die jedes Mal selber dort eintragen. Oder die haben Schalter dafür. Ja, ich glaube eher nicht. Ja. Gut, hätten wir es auch schon wieder geklärt. Super. Dann ist auch wieder 10 Uhr und dann heißt es wieder ab in den Beruf. Hallo. Hi. Ja. Nach Hause. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich muss nach Hause. Okay. Gut. Ja. Ja, super. Spannend. Woo! Ja, Mann! Willst du ein bisschen worken oder was, Muffin? Ja. Weil, also, jetzt so Hand aufs Herz, es geht absolut gar nichts. Null, absolut null. Ja, kannst du ja nicht großartig was machen, ne? Nee. Solange wir die Seite noch nicht haben und die neuen Bestellungen und blablabla, bla bla, läuft das nicht an, sobald wir das, weißt du? Sobald wir das public machen und so, geht's ab. Und die Leute halt quasi anrufen können über Leitstelle und so. Vorher ist halt echt miese Brise. Ei. Okay. Ich musste ganz kurz überlegen, weißt du? Ich wollte nichts sagen. Ja. Weil jetzt hier rumstehen, habe ich auch keinen Bock. Nee, muss auch nicht sein. Was sagst du dazu, Mila? Hm? Was sagst du dazu? Wozu? Reingehen? Ich warte noch, bis das Ding fertig ist. Ja, da können wir nur noch warten, bis mit dem Kassenbon, ne? Ja. Entschuldigung, das andere Auto. Hey. Nix, ey. Ja, Chat, ihr merkt es selber, ne? Wir memen zwar rum, aber es geht halt. Solange das nicht anläuft, geht halt gar nichts. So, wir gehen auch wieder auf Peanut. Keine Sorge. Aber wir mussten dann wenigstens vorbereiten alles und uns da Ideen holen. Und, ach, oh mein Gott. Und Ideen zu machen.
Nee, keine Geister. Guck mal, der Pinsel jetzt noch macht mit dem Kassenbon. Können wir jetzt nicht im Stich lassen. Auf mein Chefsessel, denn ich Giffy. Bin Chef. Giffy. Ja. Ich habe im Kofferraum vom Schlagen habe ich eine Tasche reingetan. Hm? Da sind ungefähr 70 Knarren drin. Okay, also pass auf, wenn du damit rumfährst. Ja, komm her, ich geb dir Ruf mal deine wieder. Enttäuschung an. Willst du die Vans haben? Nö. Aber ich gebe dir die Krux schon mal wieder, bevor ich die verliere. Aha. Hier. Danke fürs Ausleihen. Wir machen die Klamotten nicht selber. Hallo, White bist die. Du? Fast fertig. Er sagt, er kann ruhig herkommen, ne? Du darfst gern herkommen, auch zum Park bei uns. Bei uns beim Park. Wo ich bin. Hast du die Sachen aus dem Schlangen weggeworfen? Ja klar, ich schmeiß das immer weg. Da sind wir hinten beim Parkplatz, haben wir einen kleinen Sofa-Ecke. Das ist mit dir, Muffin. So bequem. du bist nicht hier, wir sind hier. Der soll sagen, wo der ist, ich komme den abholen. Hallo, ich bin hier oben. Wo? Hallo. Komm runter. Okay. Komm mal wieder runter, ey. Was macht ihr auf unserem Dach, Zwecke. Junge? Ist geil. Einfach aus der letzten Ecke, Junge. Der kommt jetzt runter. Ja, der ist bei uns auf dem Dach, Mila. Ja, der kommt jetzt runter. Ja. Aua. Hi, D-Mix, was geht? Ah, ja, was geht? Hi. Was geht? What's cracking, yo? What up, Kurs? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der gleich runterfliegt. It's only game. Was macht der auf dem Dach? Weiß ich nicht. Hi, komm. René, danke schön für den Prank, Zehnten. Merci. Ja. Fast fertig? Ja. Ist der Typ der tot? Ja. Nein, der ruht sich nur aus. Hey. Ja. Soll denn noch irgendwas drunter stehen? Sowas wie Danke für den Einkauf oder so? Wo ich auch nur fürchterlich ist. Ja, nee, da ist oder so nicht. Ja, macht das Kunde immer gut, immer ein bisschen so machen, ja. Ja? Vielen Dank für den Einkauf. Ja. Gut. Dann zeige ich es dir. Ja. Ich will das auch sehen, bitte. Ganz Schlimmes. Ich ahne richtig Schlimmes. Ja. Also ehrlich gesagt bin ich stolz. Also ich wollte es hier machen. Aber naja. So. Hi. Teich. Teich. Vielen. Dankeschön. Vielen Dankeschön für Einkauf. Zeig mal, Mila. Nee, hab noch nicht. Ich meine doch. Er meint doch. Junge, schreist du mich nur mal an, klatscht das. Ui. Guck mal, du kannst abkürzen, kannst einkaufen mit einem 1 davor und dann Kauf. Ja. Für Einkauf. Wie kürze ich das ab? Ein 1? Du hast ein 1 und dann Kauf dahinter. Kauf. Ich gehe nach Hause. Hau rein. Macht's gut. Tschüss. Hau rein. Guten Nachtchen. Wer war das?
Das war mein Nebel. Wie, du kennst den Giffy nicht? Nee. Der ist mein Label. Das ist der Label-Chef. Ein Label? Na, wo ich Musik mache. Oh, was machst du für Musik? Geh dich jetzt erstmal gar nichts an. Okay. Arbeite. Ja. Nein! Er hat's gelöscht. Wieso gelöscht ist im Bild? Weggeschmissen. Feuer. Dann heben wir es einfach wieder auf. Das dauert mir alles so lange, ich zock ein bisschen. Ich war nur mal meine Einlogdaten. Fuck. Mila, wie immer mein Passwort nochmal. Ein Passwort? Ja. 1418 Fragezeichen, Komma. Geht nicht. Heck doch. Geht nicht. Dann hast du geändert. Ich wurde gebannt. Nee. Boah, warum bin ich gebannt in der Welt der Kriegskunst? Boah. Hast du wieder mein Ork gespielt, ne? Ich hab nichts gemacht. Hast du wohl? Nee. Bist du wieder mit Flyer rumgerannt? Boah. Hast du wieder Ärzte gefarmt? Ich hasse ja, dich. Ja, geht halt schneller. Muss ich erstmal Kundensupport anrufen morgen. Ey, oh. Mann. X schließen. Ich wollte ein bisschen zocken. Ich habe aber schon da angerufen. Wir haben doch jetzt die App dafür. Hast du nicht? Hab ich wohl. Hab gesagt, na und? Und die so, das geht nicht. Und ich so, ja, was geht nicht? Klar geht, guck doch. Macht halt was dagegen. Haben die ja, die haben mich gebannt. Ja, pff, das ist ja jetzt nicht mein Problem. War das jetzt mit meinem Paladin Level 12? Der hatte vorherige Waffe auf seinem Zweihandschwert. Jetzt nicht. Ich bin dein Dämonenhunter auch. Nein. Doch. Nein, den darfst Blutelf, du nicht. Ich lösche dich. Darfst du nicht. Ich verkaufe dein ganzes Bier. Und dann tanze ich mit den nackigen Ogrimmar. Oh, danke. Für Goldstücke. Lass mich mal gucken. Darfst du nicht. Zeig mir auch, schick mir. Ja, warte. Ich schick das mir. Ist ein ja, Blatt Bluetooth. Papier, komm her. Das ist ein Blatt Papier, Bro. Ach so. Was ja, dann fotografier du ab, Junge. Und du hast komm, lach her. Zeig. Warte, schon gepackt. Ach, Tag. Tag, Tag. Ja, ich habe gehört, unsere Flyer kriegen mehr Aufrufe, wenn ich dich anrufe und dir sage, dass wir einen neuen Flyer online haben bei YouLife. Ja. Ne? Ich wollte dir nur Bescheid sagen, das ist so ein krasser Flyer von so einem mega krassen Event, so. Ja, das mit kostet krassen Preisen. Okay. Das kostet. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ja, Rechnung kannst du dann stellen, ne? Wir hören uns. Ciao. Nein. Hier bitte. Sag mal. Kika, Shanky Park, Innocence Boulevard, okay. So heißt die Straße vor der Tür. Glückwunsch, Schlaumeier. Keine Ursache. Warst du in der Schule? Warum? Du hast einen Schreibfehler. Ja, wo? Er hat nicht nur einen Schreibfehler. It's only game. Da muss ein H bei Dankeschön, muss ein H zwischen Ö und N. Ich dachte, hat nicht hingepasst. Ja, aber dann ist das falsch geschrieben. Primetime, Dankeschön für den Prime 22. Wurde ja, und Last Dankeschön für den Prime im 47. Alter. So viel Mühe habe ich mir noch nie gegeben. Ja, das werden wir auch, schon. Also die Idee ist gut, die Umsetzung scheiße. Warum? Ja. Du hast halt Rechtschreibfehler drin. Aha. Ja, was soll ich sagen, Bruder? Danke. Wie danke? Ich will dich dafür bezahlen. Bitteschön. Ja, natürlich, schau gut an. Ja, aber dafür kriegst du kein Geld. Warum? Ich nehme auch Essen und Trinken. Ja.
Dankeschön. Danke, aber ich wollte nur 200. Ja, du kriegst aber 1000. Hä, warum? Hä, wie warum? Hä? Für seine Mühe. Für Mühe? Ja. Aber das ist schon gut. Dann hier, nimm dein Blatt. Was passiert, Dankeschön, wenn man den Barcode da unten einscannt? Was kommt dann? So eine Packung Orangen oder so? Ja, Enttäuschung, ich glaube, du wirst deinen Namen wieder gleich. Na Gott sei Dank. Oder Packung Erdnüsse. Oh. Oder Twinkies. Twinkies! Twinkies. Kennt ihr die? Oder Quarkquappen-Eis. Jeder kennt Twinkies. Beste Süßigkeit. Sind das nicht die, die du gestern weggeschmissen hast? Was? Du hast Pinky geschmissen? Ja klar, ich esse die nicht. Weißt du, warum? Ich esse die aber. Aber die kann man nicht so einfach wegschmeißen. Das ist ein Mensch. Das ist eine Süßigkeit. Das ist eine Süßigkeit. Darf ich nicht sagen, denn? Twinkie. Ein bisschen Freund. Erdnuss und Pinky. Oh, das ist so traurig. Ich habe mal so eine Serie gesehen von einem Schwamm. Der hat auch gedacht, dass so Chip und so ein Penny und so und ein Schnupfluch, dass das die Freunde sind. Mann, Enttäuschung, du tust mir echt leid, aber das macht dich trotzdem nicht zu meinem Freund. Okay. Junge. Danke. Kann ich jetzt gehen oder? Wollt ihr irgendwas noch? Wollt ihr mir noch was schenken? Danke. Was denn? Geh! Wohin? Weg! Mein Auto ist in der Werkstatt. Ja, dann lang auf. Aber das ich kann es in 10 Minuten. Boah. Gut. Okay. Ich habe noch was. Panda-Tee ist gesund. Wir empfehlen dich auf jeden Fall weiter. Ja, mach das. Ja. Ich wünsche euch was. Ich muss los. Okay. Wie heißt du eigentlich? Ich bin der Muffin. Was? Bin der Muffin. Nein, ich meine den Name. Ja, Muffin. Dann gib. Hörte, ich die Kranne. Das schmerzt Mache. Schon wieder extrem. Kennst du diese Fliege, die, egal wie oft du die schlägst, immer wieder kommt? Meinst du Freddy die Fliege? Ja, Freddy die Fliege. Die ist von die Tex Avery Show. Ja. Super, RTL. Ich muss los. Ja, ciao. Ich wünsche euch was, danke für die Geld. Ich war noch nie so kurz davor, Leute zu schlagen. Das war voll der liebe Kerl. Ja, also der Kassenbon ist ja nicht einfach mit einem Bleistift, so Alter, und zeichnet was auf so einer Serviette. Wie heißt ich der? Ich hätte es auch gemacht. Ja, dann mach du das doch. Will ich aber nicht mehr. Du bist jetzt sauer. Nee. Und wir stehen schon wieder im Kreis. Ich kotze mir in den Mund. Naja, das ist ja eher ein Dreieck, ne? Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Ja, Mann. Der Muffel kommt mit zu uns. Wir haben Dings ein bisschen. Wir müssen ein bisschen im Katalog blättern. Zach. Ich wollte nur gucken, ob du noch lebst. Ja, warum sollte ich denn nicht leben? Weiß nicht, hätte ja sein können, dass ich wieder in deinem Haus, ja, weiß nicht, eingebunkert hast oder so. Nee. Aber ich gehe jetzt rein. Bisschen arbeiten. Arbeiten hat mir gefallen. Ja, es ist nichts los. Ja, ist irgendwie ein toter Hode. So ja, ein bisschen, ne? Typischer Sonntag wieder. Ja, Geiseln haben wir garantiert irgendwo wieder. Meinst du nicht? Garantiert. Keine Ahnung. Schon lange keine mehr mitbekommen. Ja, musst du mal eine machen. Nee, ich mach sowas nicht. Ich bin auf legale Weise unterwegs. Wir machen jetzt Modegeschäft. Modegeschäft. Ja, mal abwarten. Ich geh jetzt aber auf jeden Fall in den Beruf. Ja, haust da rein. Wir hören uns. Bis später, Juri. Bis dann. Hau rein. Ja.
Kommt. Wir haben zu Hause richtig viel Spaß. Attacke. Ey, ich hau, wir gehen rein. Wir brechen heute ein bisschen früher ab. Ich hau's dir dafür den Pinsel, da könnt ihr lachen. Katze! Ich hab keine Lust hier zu stehen, ehrlich nicht. Das fickt meinen Kopf. Okay, Chat. Seid ihr damit einverstanden? Auf geht's, ab geht's. Wo willst du denn hin, Muffin? Wir wohnen hier. Wir machen noch ein trauriges Lied zum Abschluss. Nee, ich will, geht halt einfach nichts ab und ich will mich nicht quälen so. Mir ist langweilig. Da kann ich euch einfach zum Pinsel schicken, da könnt ihr lachen, der ist nämlich wieder on Tour. Und morgen dann wieder, morgen switchen wir wieder auf Peanut. Ich logge dann mittags einfach auf Curtis ein und hole mir die Informationen im RP, wie das da weitergeht und so. Und dann verticken wir irgendwann Klamotten, wenn der Dings da ist. Die nächste Lieferung und bla bla bla. Wenn kein Kreis mehr zustande kommt, muss man auf. Ja. Ihr wisst. Ich glaube, habe ich schon mal hier. Ja, doch. 10:30. Passt. Passt. 3,5 Stunden. Passt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend beim Pinsel. Lasst euch da schön belustigen. Haltet alle die Ohren steif. Bleibt alle gesund. Amnesia Anton, Dankeschön noch für den Prime im 11. Und ab morgen geht's wieder ab. Ab morgen erleben wir dann wieder Abenteuer. Ich muss nur den Voice Changer nur einstellen. Okay? Kussi Chat. Wir hosten, aber ich mach diese Ratings nicht mehr knister so. Tschüss! Bis nachher zum Mad Monday. Und seid lieb beim Pinsel. Tschüss! Bye bye!